Grüße Sie recht herzlich zu dem Workshop Stiefkind Verkehr, zukünftige Rolle der Elektromobilität im Stromsektor. Ich selbst bin Peter Kasten, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Infrastruktur und Unternehmen am Öko-Institut und werde Sie durch den Workshop leiten. Zu dem Vorgehen im Workshop, wir werden kurz drei Inputs hören von jeweils ungefähr 10 Minuten und danach würden wir uns freuen, wenn es eine lebhafte Diskussion zu den Inputs gibt und zu den Themen, wie denn der Verkehrssektor zukünftig mit dem Stromsektor interagieren wird und welche Rolle er spielen wird. Wieso wir diesen Workshop ins Leben gerufen haben, ist ein bisschen, oder der Hintergrund ist ein bisschen, wenn man über die Energiewende spricht, wird oft nur über den Stromsektor gesprochen. Wenn man sich aber Klimaschutzszenarien anguckt, kommen einfach neue Anwendungen in den Stromsektor. Also einerseits auf der Wärmeseite sieht man das, aber auch, wie wir eben schon im Einführungsvortrag gesehen haben, wird es auch eine Stromnachfrage aus dem Verkehrssektor geben. Und da geben sich natürlich Fragen. Die eine Frage ist, wie hoch kann so eine Stromnachfrage aus dem Verkehrssektor denn sein langfristig? Was heißt das dann für den Stromsektor? Was stellt er für Anforderungen auch an den Verkehrssektor, wie denn der Strom nachgefragt werden soll? Und wie sieht es dann mit Klimaschutz aus? Auch schon kurzfristig, wie können wir denn sicherstellen, dass wirklich Elektromobilität auch Klimaschutz bedeutet? Inputs werden geben. Zunächst mein Kollege Florian Hacker vom Öko-Institut. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, beteiligt an einigen Projekten im Bereich Elektromobilität. Und er war Projektleiter im Forschungsvorhaben E-Mobil 2050, in dem wir uns angeguckt haben, was sich denn für eine Stromnachfrage bis 2050 im Verkehrssektor entwickeln kann. Einen zweiten Input wird dann Norman Gerhardt geben. Norman Gerhardt ist Gruppenleiter Energiewirtschaft und Systemanalyse im Fachbereich Energiewirtschaft und Netzbetrieb am Fraunhofer IWIS. Er wird einen Input dazu geben, so ein bisschen aus der Sicht des Stromsektors, die Anforderungen an den Verkehrssektor und was kommen denn aus anderen Anwendungssektoren noch für Nachfragen auf den Stromsektor zu. Und er hat mehrere Studien zu Energiespeichern, zur Interaktion zwischen Stromsektor und neuen Anwendungen durchgeführt. Und den Abschluss, dann gehen wir wieder, das war jetzt beides eher so ein bisschen Langfristperspektive, gehen wir auf die kurzfristige Perspektive, mittelfristige Perspektive, wird Christoph Timpe einen Input geben. Christoph ist Bereichsleiter unseres Bereiches Energie- und Klimaschutz, ein Experte im Ökostromlabeling, der Stromkennzeichnung, kennt sich aus mit dem Demand-Side-Management von Anwendungen und ist Projektleiter eines Projektes, das wir gerade durchführen, zur Sicherstellung des Klimavorteils der Elektromobilität. Ich übergebe das Mikro an Florian. Und das ist der Running Gag. Ja, durchgeführt haben, vor welche möglichen langfristigen Veränderungen es im Energiemarkt geben könnte, wenn eben der Verkehr zum relevanten Stromnachfrager wird. Ich werde mich jetzt auch sehr stark begrenzen auf die Wechselwirkung mit dem Energiesektor in diesem Projekt, was über 2,5 Jahre lief. Ging es natürlich auch sehr stark um die verkehrliche Seite. Wir haben sehr aufwendig Szenarien entwickelt und auch geguckt, was kann in dieser Interaktion Elektromobilität, Verkehrsverhalten, Nutzung anderer Verkehrsmittel passieren. Hier heute aber wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Die weiteren Unterlagen finden Sie sonst auch bei Interesse bei uns als zum Download. Hier jetzt aber wirklich auf diese Schnittstelle zum Energiesektor fokussierend. Und auch noch ein Hinweis, also ich habe das Projekt geleitet, aber viele der Kollegen, unter anderem unser Moderator, war an diesem Projekt beteiligt. Das heißt, viele andere werden auch gerade dann auch für die Energieseite nochmal in unserer Diskussion auch unterstützen können und weiter kommentieren können. Können wir kurz diese technische, also passt das, wenn wir...
einen anderen, also irgendeinen anderen Workshop. Nein, also das jetzt ist Ruhe. Wir fangen an. Ich glaube, jetzt ist gut. Ich würde einsteigen mit kurz dem Hintergrund. Also grundsätzliche Problematik, wenn Elektromobilität, wie vorher schon so skizziert, wirklich den Durchbruch schafft, wir nennenswerte Anteile an batterieelektrischer Mobilität im Verkehr haben, dann ist klar, relativ banale Aussage, dann haben wir einen zusätzlichen Stromnachfrager, wie wir gleich sehen werden, der eine relevante Größenordnung bekommt. Was man dann auch sieht, diese bis jetzt nicht bestehende Interaktion zwischen Energie- und Verkehrssektor, die wird wesentlich intensiviert, weil wir eben nicht ein Mineralöl haben, was letztendlich nachgefragt wird, sondern es gibt intensive Wechselwirkungen. Ein neuer Speicher, ein neuer Nachfrager mit einer gewissen Flexibilität, er trifft auf einen transformierenden Energiesektor, der eben auch ganz anders Strom erzeugt, als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Deswegen, auch wenn man in Richtung Treibhausgasbilanz geht, ist es ganz wichtig, dass man Elektromobilität nicht isoliert betrachtet, sondern immer in der Wechselwirkung mit dem Energiesektor. Was entstehen eigentlich für Interaktionen und was sind vielleicht nachgelagerte oder sind Emissionen auf der Stromerzeugungsseite und wie muss man die bilanzieren? Konkret, was wir im Projekt E-Mobil gemacht haben, also hier noch skizziert vom Vorgehen, wir haben Szenarien entwickelt, unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichen Beteiligten aus verschiedenen Instituten, Unternehmen. Und wir haben dann daraus Verkehrsnachfrageentwicklung entwickelt und gleichzeitig auch Annahmen zum Technologieeinsatz getroffen. Grundsätzlich in den Szenarien liegt immer eine sehr hohe Elektrifizierung zugrunde. Wir wollten zeigen, was eher so an der oberen Grenze passieren kann. Deswegen sind wir diesmal da relativ weit gegangen. Wir haben den Güterverkehr mit berücksichtigt. Und dann war das Ziel, diese Kopplung von Verkehrs- und Strommarktmodell, um zu zeigen, wie sind eigentlich mögliche Wechselwirkungen in der Zukunft und welche Auswirkungen hat diese zusätzliche Stromnachfrage auf den Kraftwerkseinsatz und die notwendigen Kapazitäten. Und letztendlich, ein Ziel war eben auch zu zeigen, wie sieht eigentlich dann die Treibhausgas, nicht Bilanz der Elektrofahrzeuge, sondern die Gesamttreibhausgasemissionen im Verkehrs- und Energiesektor aus, weil, wie Sie gleich sehen werden, so eine klare Trennung der beiden Sektoren ist dann nicht mehr möglich, wenn wir Elektrofahrzeuge haben. Grundsätzlich ambitionierte Entwicklung des elektrischen Verkehrs bis 2050 heißt in dem Fall, dass wir eigentlich bei den PKWs in den Szenarien im Jahr 2050 90% der Fahrleistung elektrisch erbracht wird. Also wirklich eine sehr massive Elektrifizierung. Das heißt nicht, dass wir sagen, das ist die wahrscheinlichste Entwicklung, aber wir wollten mal an die Obergrenzen gehen, was wir für denkbar realistisch halten. Und eben, wie schon erwähnt, elektrischer Verkehr, deswegen ist Elektromobilität ja sowieso immer so die Definition, was ist Elektromobilität? Elektrischer Verkehr heißt bei uns natürlich die neuen Nachfrager, batterieelektrische Mobilität, es heißt natürlich weiterhin die Schiene, es heißt aber auch weitere direkte Stromnutzung. Wir kommen nachher drauf, ein Szenario, wo wir auch Oberleitungs-LKWs mal mit betrachtet haben, also direkte Stromnutzung über den Fahrdraht. Wir haben zwei unterschiedliche Szenarien, einerseits grenzenlos E-Mobil, wo wir klassischen weiteren Anstieg der Verkehrsleistung, sehr stark technologieorientiert. Wir haben ein Regional-E-Mobil, wo diese Verkehrsleistung zurückgeht. Wir werden heute jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, aber eben auch sagen, es gibt einen Wandel im Verkehrsverhalten und eine verstärkte Verlagerung auf energieeffizientere Verkehrsmittel. Das ist einfach nur für den Hintergrund nachher wichtig, wenn wir Energiemengen sehen. Hier ist schon diese Abbildung mit den Energiemengen. Also wir haben jetzt, Sie sehen natürlich jetzt nicht genau das Marktszenario, was da zugrunde liegt, aber wir haben eben in dem Szenario angenommen und dann auch hochgerechnet, dass eben gerade erst nach 2030 die wirklich eine Elektrifizierung im größeren Maßstab stattfindet. Das schlägt sich auch hier nieder. Also auch dieses Beispiel Oberleitungs-LKWs, was in dem Grenzenlos-E-Mobil, also in diesem ersten Szenario beinhaltet ist, die kommen eigentlich erst 2030 überhaupt in den Markt. Und auch das ist noch optimistisch, weil Sie können sich vorstellen, wenn das wirklich das Szenario Elektrifizierung der Hauptautobahnstrecken, das sind immense Infrastrukturvorhaben. Wenn die überhaupt kommen, dann haben die eben auch einen Vorlauf und deswegen eigentlich die relevante Elektrifizierung da erst ab 2040. Interessant ist die Gesamtstrommengen. Wir kommen in diesem, sag mal, Hauptszenario auf ungefähr 150 Terawattstunden im Jahr 2050, allein aus dem Verkehr. Dieses Szenario hier, das unterscheidet sich im Wesentlichen eben durch eine wesentlich geringere Verkehrsnachfrage und auch den Verzicht auf die Oberleitungs-LKWs. Deswegen hier sind ja nur die Strommengen dargestellt, nicht die Gesamtenergiebedarfe, deswegen geringerer Strombedarf aus dem Güterverkehr, weil eben hier weniger elektrifiziert ist.
In den Modellen, um das zu veranschaulichen, gehen natürlich diese Nachfrager flexibel ein. Die haben gewisse Flexibilitäten, je nach Batterieladung, also Batterieladestand, nach Kopplung an das Energienetz. Und es ermöglicht im Modell auch die Optimierung des Ladens entsprechend des Dargebots, auch gerade wenn wir dann an die Erneuerbaren denken. Hier mal nur gezeigt, was berücksichtigen. Man sieht hier diese Oberleitungs-LKWs, die haben eine starre Kurve, weil es eine direkte Stromnutzung ist, zumindest bei uns in der Umsetzung. Das heißt, die laufen einfach, wenn sie fahren, ziehen sie Strom. Hier ist jetzt mal das Wochenende dargestellt, da sieht man auch klar, am Sonntag wird nicht gefahren, am Samstag wird weniger gefahren. Nur mal so ein Detail zu zeigen, das Schienenband läuft durch, man sieht die Relationen, die werden sich im Jahr 2050 ganz anders darstellen. Man sieht dann die Elektrofahrzeuge, Güter, Personenverkehr. Und da sieht man eben teilweise schon die Effekte von der Lastverlagerung. Im Rahmen der Flexibilität werden hier auch dann erneuerbare Spitzen wirklich abgegriffen, wenn sie denn zur Verfügung stehen und wenn es die Nutzung erlaubt, sprich wenn die Batterie nicht voll ist, wenn das Fahrzeug sich auch nicht bewegt und überhaupt die Möglichkeit zur Ladung da ist. Aber man sieht schon mal, das sind durchaus relevante zusätzliche Leistungen, die nachgefragt werden. Und im Vorgriff auf gleich die Simulation, wie passt das eigentlich zusammen, diese zusätzliche Leistung und installierte Kapazitäten, wer liefert den Strom? Im Standardfall haben wir uns orientiert an den erneuerbaren Kapazitäten entsprechend der BMU-Leitstudie, also den Ausbauzielen, die dort formuliert sind. Die sind also im Strommarktmodell implementiert und bilden unsere, sagen wir mal, den Basisfall. In einem zweiten Szenario, EE+, haben wir einen zusätzlichen Ausbau erneuerbarer Energien angenommen, weil wir eben einen... eben gleich sehen werden, wir einen zusätzlichen Bedarf haben und den durch Erneuerbare decken möchten. Wie das konkret aussieht, also wirklich jetzt die Kombination einer Stromnachfrage aus dem Verkehr im Jahr 2050, die auf erstmal die installierten Kapazitäten an Kraftwerken, sowohl erneuerbare als auch die noch verfügbaren konventionellen trifft. Da sehen wir erstmal den Vergleichslauf ohne Verkehr. Wir haben den Verkehr erstmal rausgenommen und geschaut, wie würde dann die Erzeugungsstruktur im Jahr 2050 aussehen. Nicht verwunderlich oder vielleicht für manchen verwunderlich, aber auf jeden Fall das, was den Ausbauplänen entspricht, einen sehr hohen Anteil Erneuerbaren. Wir haben noch wenige Teile hier von thermischen Kraftwerken, teilweise auch noch Biomassekraftwerke und hier, das sind so andere Must-Runs, die so an irgendwelche Industrieprozesse beispielsweise gekoppelt sind und deswegen also auch laufen. Wir haben aber eben den vorwiegenden Teil erneuerbar. Und hier vielleicht die Zahl ist noch ganz interessant. Wir haben in diesem Jahr, wir haben auch da Flexibilität anderer Nutzer, aber wir haben ungefähr 14%, zumindest im Modelllauf, an überschüssigen Erneuerbaren, sprich Erneuerbare, die eben auf keine Nachfrage treffen und entweder, muss man schauen, anders genutzt werden, aber die gegebenenfalls auch abgeregelt werden. Das ist also die Ausgangssituation. Nun haben wir in dem Grenzenlos-E-Mobil, Sie erinnern sich, das ist das Szenario mit eben einem sehr hohen Energiebedarf, mit einer Motorisierung, wie wir sie auch heute vorfinden, aber eben einem Ersatz durch Elektrofahrzeuge, haben wir eben diesen zusätzlichen Bedarf von ungefähr 150 Terawattstunden. Im Vergleich zu dem Vergleichslauf, was passiert, wenn wir weiter den Ausbauplänen entsprechend der Leitstudie folgen würden und trotzdem diese zusätzliche Nachfrage haben, wie wird die im Energiesektor gedeckt, was zeigen die Simulationen, trotz einer Optimierung, die eigentlich immer die Erneuerbaren bevorzugt, dann sieht man ja, da gibt es einen Effekt, es gibt mehr Erneuerbare, die nicht durch mehr Kapazitäten zum Tragen kommen, sondern durch eben die Flexibilität der Elektromobilität und der zusätzlichen Nachfrage. Sprich, man sieht hier, die Erneuerbaren werden wirklich, die Überschüsse werden komplett integriert. Was sehen wir aber auch, das sind vielleicht die zwei negativen Effekte, der wesentlichste ist, es reicht aber nicht aus. Ein Indikator dafür ist, noch am Netz befindliche Kohlekraftwerke, die es auch im 2050 noch geben wird, die haben mehr Betriebsstunden, das heißt, die liefern fossil erzeugten Strom. Sie können sich die Bilanz vorstellen. Und wir haben hier oben auch ganz interessant Backup-Kraftwerke im Modell. Das sind also erstmal, sagen wir mal, ein Platzhalter und es ist ein Indikator dafür, dass die Kapazität nicht ausreicht. Also die installierte Kapazität, es gibt also Stunden, in denen die installierte Kapazität in diesem Fall nicht mehr ausreicht. Das haben wir hier auch in geringem Maße, um den Bedarf zu decken. Also das schreit so nach zusätzlichem Ausbau. Einerseits, wenn man es natürlich sagt, wir wollen möglichst erneuerbar, dann heißt das mehr Erneuerbare. Und wir sehen, das ist das zweite Szenario, das EE+, mit erheblichen zusätzlichen Leistungen. Da sehen wir,
Da kriegen wir die Fossilen wieder auf das Ausgangsniveau und wir kriegen auch das Backup mehr oder weniger wieder auf das Ausgangsniveau. Das heißt, in so einem Fall würden wir sagen, die zusätzliche Stromnachfrage würde bei so einem Kapazitätsausbau auch wirklich keine zusätzlichen Emissionen verursachen, also nicht die Emissionen in den Stromsektor verlagern. Vielleicht nur ergänzend das andere Bild, Regionalimmobil bei einer geringeren Verkehrsleistung, was ja auch interessant ist, gleich starke Elektrifizierung in vielen Bereichen, da sehen wir, wir nehmen wieder diesen Basisfall, also die Leitstudie als Grundlage, da ist einerseits der Zuwachs bei den Fossilen nicht so hoch, wir haben trotzdem eine sehr hohe Integration der Erneuerbaren und weniger Backup-Bedarf. Ich soll einfach nur mal veranschaulichen, diesen Einfluss insgesamt des Energiebedarfs des Verkehrs. Also das ist natürlich, es ist nicht nur die Technologiekomponente, sondern auch die Frage, wie entwickelt sich überhaupt die Energienachfrage, sprich der motorisierte Verkehr in Deutschland weiter. Es gibt nicht nur die Stellschraube nochmal drauf zusätzlich Kapazitäten. Und da stellt sich sicher heute auch noch die Frage, wie realistisch ist das? Noch ein letzter Blick auf die CO2-Emissionen, was ja auch so dann die Frage ist, wie sieht es eigentlich aus, die Emissionen, oft wird wirklich auf Fahrzeugebene argumentiert. Wenn man diese Wechselwirkung sieht, kann man eigentlich schlecht bestimmte Strommengen einem bestimmten Nachfrager zuordnen. Deswegen hier ganz konsequent dargestellt, die Gesamtemissionen von Verkehrs- und Stromsektor gemeinsam. Und die Effekte der zusätzlichen Stromnachfrage sind hier schon integriert. Man sieht im Jahr 2050 sind natürlich die direkten Emissionen des Verkehrs dann dramatisch gesunken von 160 auf 24 Millionen Tonnen. Klar, wir haben die starke Elektrifizierung, also an allen Elektrofahrzeugen gibt es keine direkten Emissionen mehr, verdrängen konventionelle Kraftstoffe. Wir haben aber 78 Millionen Tonnen im Stromsektor. Das ist natürlich auch verglichen zu heute relativ wenig oder zu 1990, aber es sind durch diese zusätzliche Nachfrage aus dem Verkehr in dem Leitstudienszenario sind das 50 Millionen Tonnen mehr im Stromsektor. Sonst wäre der hier ungefähr auf diesem Niveau. Das heißt, da hat man eben, das sind die Emissionen, die aus dem Verkehr kommen. Das ist die Frage, ob das insgesamt dann noch passt. Man sieht auch, wenn man logische Konsequenz das EE-Plus-Szenario zugrunde legt, eben diesen Ausbau, der Stromnachfrage entspricht, dann kommen wir auf dieses Niveau, was wir auch was praktisch keine zusätzlichen Emissionen hervorruft. Im Regional-E-Mobil-Szenario haben wir diesen Ausbau nicht und liegen dann auf so einem mittleren Niveau, aber haben natürlich auch jetzt diesen zusätzlichen Ausbau gar nicht hinterlegt. Also da ist dann auch auf der Kapazitätsseite gar nichts passiert. Trotzdem liegt es nahe bei dem EE-Plus-Szenario. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, klar, die Elektrifizierung führt zu einer Verlagerung von Emissionen in den Stromsektor, wenn wir keine zusätzlichen Kapazitäten haben. Deswegen grundsätzlich diese sektorale Betrachtung, das erleben wir an vielen Stellen, der Verkehrs- und der Energiesektor, Stromsektor separat betrachtet, das wird immer schwieriger und man muss die viel stärker gemeinsam betrachten, um zu sinnvollen Aussagen zu kommen. Wir haben auch gesehen, der Ausbaubedarf für den Verkehr, der ist erheblich, weil wir eben nur einen geringen Anteil über erneuerbaren Überschüsse integrieren können und aber sonst eben fehlenden Kapazitäten, um das komplett zu tun. Und wir haben auch gesehen, also gerade bei dem letzten Szenario, dem Regional-E-Mobil, dass man letztendlich, um diesen enormen Ausbau zu verringern, sich eben auch schauen muss, wie kann man sonst den Energiebedarf des Verkehrssektors jenseits von Elektrifizierung auch reduzieren, weil dann hat man ein interessantes Wechselspiel. Genau, was aber auch eine Herausforderung stellt, die ja auch gerade in dem Eingangsvortrag schon diskutiert wurde. So, das genau ein ganz kurzer Überblick über das Projekt, was noch viele andere Facetten hat, aber ich denke, als Diskussionsbeitrag sollte das reichen. Gut, Dankeschön. Ich glaube sonst, ja. Inhaltliche Fragen dazu. Wirklich nur inhaltlich, irgendwas nicht klar gewesen. Ansonsten würde ich. Oh. Haben Sie da auch strombasierte Kraftstoffe mit berücksichtigt? Ja, haben das jetzt hier aufgrund der Kürze der Zeit nicht gezeigt. Genau, also wir haben das auch betrachtet, das ist jetzt hier untergegangen. Wir haben ja vorher schon so ein paar Effekte gezeigt. Ich glaube, Herr Gerhardt geht da dann auch nochmal drauf ein. Das sind natürlich einfach dann nochmal größere Energiemengen. Wir hatten erwähnt, Verbrennungsmotor,
Die Nutzung von stromgenerierten Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren hat natürlich eine andere Bilanz. Aber grundsätzlich haben wir die Problematik, wie wir hatten erwähnt, Oberleitungs-LKWs, das kann man auf jeden Fall in Frage stellen. Und dann 100% Erneuerbare im Verkehr ist wahrscheinlich ohne stromgenerierte Kraftstoffe nicht denkbar. Herzlich willkommen und vielen Dank auch von meiner Seite. Ich möchte also jetzt den Fokus vor allen Dingen auf den Stromsektor legen. Was können wir kurzfristig in dieser Frage Flexibilitätsanforderungen daraus mit reinnehmen, die Diskussion, und auch nochmal einen Blick auf die langfristige Sicht werfen, was diese Sektorkopplung und Klimaschutz angeht. Und das sind jetzt so mal so ein paar Sachen aus drei Projekten zusammengestellt, wo wir, glaube ich, dann einen guten Diskussionsimpuls haben. Ich gucke mal den Pointer. Ja. Okay, vielleicht erstmal so eingangs zur langfristigen Entwicklung. Was wir aus unseren Studien rausziehen können, ist auf jeden Fall diese Dominanz von erneuerbarem Strom als zukünftige Primärenergiequelle, was eben einfach bedingt ist durch die geringeren Kosten im Vergleich zu anderen Erneuerbaren. Wir haben hohe technische Potenzial, hohe Flächenpotenzial und eben diese Effizienzgewinne durch die Stromnutzung, wenn wir an Elektromobile oder Wärmepumpen denken. Und wenn wir dann auch noch einen Blick auf unsere Klimaschutzziele legen und was das für die Sektoren heißt, dann stellen wir fest, dass gerade der Gebäudebestand weitgehend klimaneutral sein muss, dass wir in den Bereichen Industrie, wo es um stoffliche Nutzung geht, oder auch in den Verkehrsbereichen Flug, Schiffsverkehr und auch diese nicht energetischen Emissionen Landwirtschaft, Industrie, dass da eben noch so ein großer Sockel verbleibt, dass einfach für den Straßenverkehr sehr hohe Anforderungen gestellt werden, deswegen einfach diese Notwendigkeit zur Elektrifizierung im möglichst hohen Maß sich einfach ergibt. Hier habe ich mal zwei Grafiken aufgelegt aus unserem Interaktionsprojekt. Das sind erstmal vorläufige Ergebnisse. Daran kann man aber schön diskutieren, was das eigentlich für Deutschland, Einbettung in Europa und diese Sektorkopplung heißt. Grundsätzlich vorab, wir haben hohe Ungewissheit, wie viel Strom wir eigentlich brauchen, um unsere Energiewendeziele zu erreichen. Aber man kann aus solchen Simulationen, das ist jetzt Ergebnis einer sektorübergreifenden europäischen Zubau-, Ausbauplanungsoptimierung, daraus kann man schon einiges lernen. Und was man daraus lernen kann, ist, wenn Europa sagt, sie möchten 80% CO2 einsparen, dann heißt das, dass Deutschland mehr machen muss, weil wir einfach einen größeren Sockelbetrag von 1990 haben, das komfortabler machen können. Was wir auch sehen, dass wir in Deutschland erstmal gute erneuerbare Ressourcen haben, dass wir gute Flächenpotenziale haben. Dennoch kommen wir langfristig dahin, dass Deutschland ein Nettoimporteur von Strom wird. Man sieht das hier bei diesem Erzeugerbalken, Verbraucherbalken, sehen Sie hier diese Farbe, was wir an Nettoimportströmen haben, einfach weil im Ausland doch noch günstigere eine Rolle. Derzeit sind wir eher Stromexporteur als Importeur. Und hier sehen Sie die Bedeutung von Elektromobilen und Oberleitungs-LKW in diesem Projekt einfach in diesen beiden Farben hier dargestellt. Aber ich möchte jetzt weniger auf diese Zahlen selber eingehen, sondern nur so grundsätzlich diese Botschaften, einfach mit dem Verweis, dass es halt in der Forschung noch hohe Unsicherheit ist, wie viel wir eigentlich langfristig Strom wirklich brauchen. Aber wir brauchen viel, das ist klar. Ja, das war so der langfristige Ausblick. Wenn wir dann, vielleicht Flexibilitätsanforderungen ist natürlich auch ein langfristiges und kurzfristiges Thema. Hier aus der Roadmap Speicher würde ich gern auf ein Ergebnis eingehen. Und zwar grundsätzlich hat sich gezeigt, wir haben einfach ein sehr großes Ausgleichspotenzial durch den europäischen Strommarkt. Der ist heute schon existent und hat diese Effizienz heute schon. Das hat zukünftig noch eine viel stärkere Bedeutung. Das ist vor allen Dingen meteorologisch, Windfelder, die sich ausgleichen, und auch bei Bestandsspeicher, die wir eben nutzen können für den gesamten europäischen Strommarkt oder die Speicherwasseranlagen, die wir haben. Ja, und wenn man so Langfristszenarien sich anguckt hinsichtlich Speicherbedarf, dann sieht man einfach, dass der Stromspeicherbedarf sehr sensitiv auf die Einbindung
neuer Verbraucher reagiert, wie zum Beispiel Elektromobilität, also habe ich diese im Lastmanagement oder nicht. Hier ist jetzt mal für einzelne Länder dargestellt, wie groß der Stromspeicherbedarf ist ohne und mit Lastmanagement dieser neuen Verbraucher. Also ohne wären wir hier dann für Deutschland bei 5 Gigawatt zusätzliche Batteriespeicher gewesen, mit Lastmanagement bei 5, ohne bei 20 oder 18. Und dann sieht man eben einfach diesen Effekt, den dieses Lastmanagement auf den Stromspeicherbedarf uns zeigt. Ja, wenn man dann noch ein wesentliches Ergebnis des Projektes war auch, und ich möchte das gerne mit einem Zitat von dem ehemaligen EU-Kommissar Oettinger beginnen, der eben gesagt hatte, wir können jetzt erstmal erneuerbare Wind- und Photovoltaik nicht ausbauen, wenn wir nicht günstige Stromspeicher haben. Wir müssen erstmal warten, und die Ergebnisse haben eindeutig gezeigt, dass es gar kein Problem ist. Wir müssen halt einfach ein bisschen Netze ausbauen und können viel Wind und viel Sonnenenergie dynamisch ausbauen, und das lässt sich trotzdem gut ins System integrieren, weil einfach dieser europäische Strommarkt dieses Flexibilitätspotenzial hat, diesen Strom aufzunehmen. Wenn man das Ganze dann mal auf die Elektromobilität bezieht, dann sehen wir einfach, für die Markteinführung ist es irgendwie erstmal sinnvoll und notwendig, dass ich die Autos zu Hause lade am Hausanschluss. Das ist das Günstigste, ich habe nicht die hohen Infrastrukturkosten und für das System reicht es allemal. Wenn ich aber langfristig gucke oder auch mittelfristig, habe ich einfach sehr hohe Anteile Photovoltaik im System. Und das ist hier mal schön dargestellt an dieser Grafik. Das ist so ein Jahresmittel, wann laden Elektromobile zu welcher Uhrzeit des Tages. Und wenn man eben viel PV im System hat, sieht man einfach, wie notwendig das ist, auch tagsüber Leistung aufzunehmen, um eben diesen kostengünstigen Strom integrieren zu können. Und deswegen wird es dann halt mittel- und langfristig einfach wichtig, öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen, um eben diese Systemintegration dann zu haben. Ja, vielleicht, das waren so die Anforderungen aus Sicht des Stromsektors. Was bietet die Elektromobilität? Da müsste man das eigentlich in diese drei Technologien unterteilen. Dann kann man das ein bisschen plastischer festmachen. Wenn wir über den batterieelektrische Fahrzeug reden, sehen wir vor allen Dingen das Lastmanagement, also die Vermeidung von Stromspeichern. Wenn wir über Plug-in-Hybride reden, haben wir zwei Komponenten, nämlich das Lastmanagement der Batterie und eben den Hybrid, dass ich auch mal zur Not eine Strecke mit dem Benziner zurücklegen kann. Und Hybrid heißt eben, es müssen keine neuen Spitzenlastkraftwerke gebaut werden. Wenn der Strompreis an der Börse sehr hoch ist, weil ich sonst alternativ ein neues Kraftwerk bauen müsste, kann ich eben einfach tanken und weiterfahren. Und das Potenzial hat auch der Oberleitungs-LKW, er ist auch ein Hybrid. Das heißt, für ihn müssen keine neuen Kraftwerke gebaut werden. Wenn der Preis an der Börse sehr hoch ist, könnte er mit dem Kraftstoff fahren. Das sind so diese technischen Flexibilitäten, die wir dann auch für den Strommarkt nutzen können. Und dann wollte ich noch mal das ein bisschen plastischer machen. Wie funktioniert das Gesamtsystem mit Elektromobilität? Oder überhaupt langfristig? Hier ist mal so eine Rechnung aus dem NEP-Szenario für 2035 dargestellt. Hier oben sehen Sie die Einspeisung Erneuerbarer. Die rote Kurve ist die Last. Wenn ich dann die Erneuerbaren abziehe, habe ich die Residuallast. Und die hellgraue Kurve ist dann noch, wenn ich dieses europäische Ausgleichspotenzial Import-Export mit reinnehme. Und dann sieht man eben schön, wie wichtig einfach dieser Import-Export ist. Nämlich hier in diesen Überschusszeiten, wenn ich viel Wind habe, wird eben viel exportiert. Und hier diese Morgenspitze, Abendspitze, die die Photovoltaik verursacht, wird dann eben auch durch Import-Export ausgeglichen. Und dann kann man eben hier noch gute Auslastung für KWK-Kraftwerke und dergleichen haben. Und hier sieht man dann eben die Überschusszeiträume, jetzt eine Woche mit viel Wind, eine Woche mit viel Photovoltaik. Also die Rolle von Import-Export einmal dargestellt und hier die Rolle von Lastmanagement auf dieser Folie. Jetzt ist hier nochmal zusätzlich die Elektromobilität dargestellt als eine eigene Zeitreihe. Sie sehen immer, wie die Photovoltaik auch gut mitnimmt, den Peak. Ja, und man sieht eben diese Bedeutung von neuen Verbrauchern wie Klimatisierung, Wärmepumpen, die diese Überschüsse eben aufnehmen können, die gut ins System integrieren können, dass dann auch sogar noch Kraftwerke zur Auslastung
kommen. Und man sieht auch für die Kraft-Wärme-Kopplung das Zwischenspiel, also hier die gelbe Farbe, die Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. In der Defizitwoche und in der Überschusswoche sind das eben dann diese Heizstäbe, Power-to-Heat-Elektroden, Heizkessel in der Fernwärme, die dann eben die Versorgung bereitstellen können. Und somit bietet das System eben viel Leistung, viel Flexibilität. Dockt ineinander und kann schon eine stabile Versorgung einfach sicherstellen. Und das ist hier mal einfach plastisch dargestellt. Und das möchte ich auch als Input in die Diskussion geben. Vielen Dank. Auch hier die Frage. Gibt es noch inhaltliche Fragen? Lotzim im VCD. Sie haben gezeigt, dass ein ziemlicher Strombedarf ist für Oberleitungs-LKW. Sie hatten aber auch irgendwann PTL, also strombasierte Kraftstoffe. Kommt in Ihren Prognosen beides? Oder haben Sie mal gegengerechnet, was günstiger einzuführen ist? Also das haben wir nicht gegengerechnet. Grundsätzlich hängt es sehr stark davon ab, wie eng die Klimaschutzziele wirken. Ich bin jetzt gerade unsicher, ob dieser Rechnung, haben wir sogar einen kleinen Power-to-Gas-Balken? Nee, das sind Wärmepumpen. Okay, ich glaube, in der Rechnung gab es sogar für Deutschland kein Power-to-Gas, sondern es nur in Frankreich und Großbritannien. Es hängt Power-to-PTL. Ja, das ist grundsätzlich hängt es einfach sehr stark davon ab, wie eng meine Klimaschutzziele sind und welche anderen Emissionen ich noch in der Industrie oder nicht energetischen Emissionen habe und genau und entsprechend steigt die Notwendigkeit, auf solche alternativen Kraftstoffe zu gehen. Erstmal grundsätzlich aus Stromsektorsicht und aus Emissionssicht. Trotzdem ist es immer noch eine Frage, Wasserstoffmobilität ist anders zu behandeln als Power-to-Gas und Methanisierung, Einspeisung ins Erdgasnetz. Deswegen ist es für mich eine komplexe Frage. Auf jeden Fall steigt die Notwendigkeit, je enger meine Klimaschutzziele sind und je weiter ich in die Zukunft gucke. Herr Drölle vom BMW. Ich hätte eine Frage zu Ihren Ladeszenarien oder zu der Ladegrafik auf der einen Folie. Auch bei Herrn Hacker habe ich ihm gesehen, Sie setzen da quasi das Laden der E-Fahrzeuge tagsüber an. Ist das jetzt ein Ist? Zustand oder ein Soll-Szenario? Also ich würde es sage ich mal, heute wird es Laden, denke ich, vor allem nachts passieren, aber ich verstehe schon, worauf Sie hinwollen. Nochmal wiederholen, also kurz- und mittelfristig für die Einführungsphase absolut d'accord, zu Hause laden ist das Beste, kostenoptimalste, damit kriegen wir erstmal die Einführungsphase am besten gestaltet, aber wenn wir eben langfristig auf diese hohen Anteile von erneuerbaren, fluktuierenden, insbesondere auch hohe Anteile Photovoltaik gehen, wird es einfach ganz wesentlich, dass wir Laden am Arbeitsplatz haben, dass wir eine öffentliche Ladeinfrastruktur haben, um eben diese sehr kostengünstige erneuerbare Energie integrieren zu können. Soll-Szenario sozusagen. Genau, man muss irgendwann die Infrastruktur dann aufbauen, damit das ganze System harmoniert, weil nur mit Nachtsladen kommen wir dann nicht weiter. Ein kleiner Widerspruch so mit dem Nachtladen und Zuhause-Laden. In einer Großstadt wie Berlin sind etwa 75%, so genau weiß das leider niemand, der Autos Laternenparker, wo dort geladen werden soll. Da fällt mir leider nicht so richtig was ein dazu. Das heißt, schon relativ kurzfristig ist nur ein DC-Laden in solchen Innenstädten, also ein sehr schnelles Laden nach einem quasi Tankstellenmodell, auf privatem Grund denkbar. Diese Blechkästenaufstellung, die wir im Moment ja durchführen, das ist schon mittelfristig nicht mehr realisierbar. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der da in der Diskussion ein bisschen fehlt. Also ich bin dafür kein Experte, würde nur kurz antworten, dass der Hauptabsatzmarkt in der Einführungsphase wird schon bei den Ein- und Zweifamilienhäusern und den Leuten mit Garage gesehen. Dass das erstmal ein ausreichendes Marktpotenzial ist für die Einführungsphase Elektromobilität und nicht die Laternenparker, weil der Markt da das groß genug ist. Aber Hoffnung kann man haben, aber ich
würde das in die Diskussion mit übernehmen, aber ich sollte mit auf der Agenda und ja, ich denke, das sollten wir nach den Vorträgen, nach den Inputs diskutieren. Bitte, Christoph. Also in diesem Projekt ist das IFOI dafür verantwortlich. Ich würde die Frage sonst an den Udo Lamprecht weitergeben, aber vielleicht können wir das auch nachher in der Diskussion nochmal. Ganz kurz ins Bild. Also ohne Mikro reden ist schlecht. Ja. Wenn wir jetzt noch weiter reden, dann bitte mit Mikro. Ja. Aber ich würde es, glaube ich, auch auf die Diskussion verschieben dann. Ja, meine Damen und Herren, im dritten Vortrag dieses Workshops möchte ich jetzt mal den Blick sozusagen etwas abwenden von den langfristigen und auch sehr systemanalytischen, also auch technischen Analysen, die die beiden Kollegen vorgestellt haben. Die sind sehr wichtig, um uns eine Vision zu geben, wie denn da so ein System in der Zukunft funktionieren kann. Und ohne sozusagen, dass wir auf Details, wie kriegen wir das Laden denn tagsüber genau hin, an der Stelle schon eingegangen sind oder wir kommen in der Diskussion darauf zurück. Auftrag dieses Vortrags ist es nun, den Blick zu wenden oder sagen wir mal zu fokussieren auf die nächsten 10 oder 15 Jahre und eben auch ein bisschen weg von der technischen Sichtweise, obwohl ich selber Elektroingenieur bin und das eigentlich auch sehr gerne mache. Aber an dieser Stelle jetzt auch ein bisschen zu gucken, wie sieht die Sache politisch aus und wie interagiert eigentlich die Elektromobilität mit den bestehenden politischen, energiepolitischen und klimapolitischen Rahmenbedingungen. Was bedeutet das, wenn wir sagen, wir wollen der Elektromobilität einen Klimavorteil sicherstellen, weil das das wesentliche Argument ist, mit dem Elektromobilität politisch vorangetrieben wird, aber letztendlich auch eben als Produkt sozusagen bei Kunden verkauft werden kann. Und damit sozusagen mal ein Kernsatz zu der Frage, was sind die politischen Zielsetzungen, um Klimavorteil der Elektromobilität darzustellen. Es gibt so einen allgemeinen Konsens, ich hatte das gerade schon gesagt, die Elektromobilität soll an den Einsatz von zusätzlich erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien gekoppelt werden. Wenn Sie verschiedene Akteure im politischen Spektrum fragen, dann wird diese zwei Wörter zusätzlich erzeugt, manchmal mehr hervorgehoben, manchmal weniger hervorgehoben. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Im Prinzip ist es aber so, dass auf einen Satz mit dieser leichten Ambivalenz vielleicht noch man sich geeinigt hat, sowohl die Bundesregierung gibt dieses Statement ab, wie auch die nationale Plattform Elektromobilität, wo man sich ja zusammengefunden hat, um zu sehen, wie man der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen kann und auch das Ziel, Elektromobilität schnell auf die Straße zu bekommen, wie man das umsetzen kann. Was bedeutet das? Wie schon die beiden Kollegen Hacker und Gerhard gesagt haben, es besteht das Bild im politischen Raum, dass man Elektromobilität zu einem guten Teil dadurch aus erneuerbaren Energien versorgen kann, indem eben die Elektromobilität als zusätzliche Flexibilitätsoption in das Stromsystem hineinkommt und dadurch also erneuerbare Energien, die wegen ihres fluktuierenden Charakters nicht ins Netz integriert werden können, verfügbar machen. Also intelligentes Lademanagement, Lastmanagement, Demand-Side-Management, wie man das auf Neudeutsch dann nennt. Das soll vorrangig realisiert werden. Man hat aber auch schon erkannt, dass das möglicherweise nicht ausreichen könnte. Und dann heißt es eben, ein darüber hinausgehender Strombedarf soll durch eine Erweiterung der erneuerbaren Kapazitäten im Stromsektor realisiert werden. Und da muss man ehrlicherweise eben sagen, über die bestehenden Ziele zum erneuerbaren Ausbau hinaus, weil wir haben ja bereits Ziele, die definiert wurden und die auf einem bestimmten Stromverbrauch basieren. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Ich will nur nochmal betonen, bei dieser Festlegung, Elektromobilität muss einen klaren Klimavorteil haben. Elektromobilität soll durch zusätzliche Erneuerbare gespeist werden. Handelt es sich einerseits, sagen wir mal, um die Grundlage der politischen Glaubwürdigkeit dieses Bildes. Elektromobilität soll hineingehen in den Markt. Klammer auf, wenn man sagen müsste, Elektromobile werden eigentlich durch Kohlekraftwerke betrieben, dann kann man sich die Diskussion politisch, glaube ich, gleich wieder schenken. Klammer zu. Aber dieses Argument, dass diese Fahrzeuge CO2-frei fahren, ist natürlich auch ein ganz wesentliches Argument für die Käufer und für die Nutzer dieser Fahrzeuge. Das heißt, wenn wir dieses Argument nicht aufrechterhalten können, dann werden wir auch keine entsprechenden Marktanteile realisieren. Und die CO2-Freiheit bezieht sich natürlich nicht nur auf den Auspuff, der entweder gar nicht vorhanden ist oder nicht genutzt wird beim Hybridfahrzeug, sondern auch auf die Systemanalyse bis hin eben zum Kraftwerkspark.
Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept im Jahr 2010 eine ganze Reihe von energie- und klimapolitischen Zielen festgelegt. Das ist nur ein Auszug davon, der uns besonders interessieren könnte. Und ich habe mal die eingeringelt, die für uns jetzt besonders interessant sind. Sie haben in den beiden vorhergehenden Vorträgen Analysen gesehen, die vor allen Dingen auch in der ganz rechten Spalte fürs Jahr 2050 das Problem adressiert haben, dass wir die Treibhausgasemissionen in Deutschland um mindestens 80, vielleicht sogar 90% reduzieren wollen. Aus der aktuellen Klimaforschung heraus muss man eigentlich sagen, wir müssen eher auf 95% gehen als ein fortschrittliches Industrieland, um weltweit die Temperatur in dem plus 2 Grad Korridor zu halten. Das ist ein extrem ambitioniertes Ziel. Und um das zu erreichen, müssen sowohl der Stromsektor wie auch zum Beispiel der Gebäudesektor, der jetzt hier gar nicht abgebildet ist, im Prinzip klimaneutral werden. Das heißt, komplett aus erneuerbaren Energien organisiert werden oder weitgehend aus erneuerbaren Energien. Es gibt die Zielsetzung, bis zum Jahr 2030 die Emissionen um etwa 55% zu reduzieren. Das passt jetzt nicht hundertprozentig mit dem zusammen, was gerade auf europäischer Ebene diskutiert wurde, aber das ist vielleicht jetzt nicht der Schwerpunkt unseres Workshops heute. Es gibt Ziele zur Reduktion des Endenergieverbrauchs im Verkehr, die sind vorhin in unserer Einführungssession schon mal angesprochen worden. Es gibt Ziele für die Anzahl der Elektrofahrzeuge. Die Frage, ob die 1 Million bis 2020 realisiert werden, lasse ich mal dahingestellt sein. 6 Millionen bis 2030 sind vorgesehen. Darüber hinaus gibt es eben festgelegte Ziele, wie die erneuerbaren Energien sich am Bruttostromverbrauch sozusagen anteilig entwickeln sollen. Bis zum Jahr 2030 mindestens 50%, bis zum Jahr 2050 mindestens 80%. Dahinter liegt eine Annahme, wie sich der Stromverbrauch entwickeln wird. Und Florian Hacke hat in seinen Folien hier zur Einführung dieses Workshops gezeigt, dass eben da aus dem Verkehrssektor noch mal einiges dazukommen könnte. Und die Frage ist, wie verhält sich das denn genau? Und diese Ziele mit dem erneuerbaren Anteil am Bruttostromverbrauch sind auch gesetzlich festgelegt als Ziele, die im Erneuerbaren Energiengesetz zum Beispiel stehen, auch wenn dort andere Stützjahre verwendet werden. Im Prinzip ist das konsistent. Wir haben also eine Rahmenbedingung, die sagt, auch der Stromsektor soll sehr stark erneuerbar werden. Ja, wir wollen stark CO2-Reduktionen haben und dementsprechend sind alle Sektoren eigentlich unter Spannung. Der Verkehrssektor ist nicht der einzige, der in den Stromsektor hineindringt. Auch aus dem Gebäudebereich werden wir über Wärmepumpen zum Beispiel erhebliche zusätzliche Stromnachfragen bekommen. Jetzt mit dieser Folie möchte ich sozusagen mit Ihnen kurz mal die wesentlichen energie- und klimapolitischen Instrumente durchgehen, die im Kontext der Elektromobilität relevant sind. Das ist die CO2-Regelung für den Flottenverbrauch von Pkw, die ja gerade neu beschlossen wurde für den Zeithorizont 2020 und sagen wir mal ein paar Jahre danach und jetzt schon wieder die Diskussion beginnt, was passiert nach 2020. Das zweite Instrument ist der Emissionshandel, über den viele inzwischen lächeln, weil sie sagen, der ist zusammengebrochen. Das ist im Augenblick tatsächlich so, aber es besteht noch Hoffnung, sagen wir es mal so, wenn wir ein bisschen optimistisch sein wollen, dass seine Funktionsfähigkeit zumindest mittelfristig wiederhergestellt wird. Es ist ja so, dass in Brüssel gerade über die Ausgestaltung der sogenannten Marktstabilitätsreserve nachgedacht wird und sehr viel wird davon abhängen, wie die ausgestaltet wird. Es erscheint also möglich, dass, sagen wir, perspektivisch in 5 oder 10 Jahren dieser Emissionshandel tatsächlich auch wieder so funktioniert, dass er mit entsprechenden Preisen Anreize zur CO2-Reduktion setzt. Und dann das Erneuerbare Energiengesetz, das eben den Ausbau der Erneuerbaren im Stromsektor in Deutschland regelt. Und das ist natürlich jetzt ein sehr schlaglichtartiges Bild, was ich hier zeichne. Ich bitte Sie zu verzeihen, wenn da eine ganze Reihe von Details unter den Tisch fallen. Der erste Punkt ist, in dieser CO2-Regelung für Pkw werden Elektrofahrzeuge mit null Emissionen angesetzt, was zunächst mal aus einer systemanalytischen Sicht nicht hundertprozentig korrekt ist, weil, wie wir gesehen haben, wenn Elektrofahrzeuge jetzt in den Strommarkt reinkommen, kann es durchaus auch sein, dass mal fossile Kraftwerke mehr laufen müssen, um diesen Strombedarf abzudecken. Das ist also erstmal eine, sagen wir mal, politische Setzung. Dazu kommt als Innovationsanreiz die sogenannten Supercredits, die bis zum Jahr 2022 laufen sollen, sodass also ein Elektrofahrzeug quasi mehr zählt als ein konventionelles Fahrzeug und dadurch sozusagen ein besonderer Anreiz gegeben wird für die Automobilindustrie, diese Fahrzeuge in den Markt zu kriegen. Im Emissionshandel ist es so, dass wir ja quasi eine Deckelung für die Gesamtemissionen des Emissionshandelssektors haben in ganz Europa. Da gibt es also auch keine nationalen Grenzen mehr in diesem Sinne. Und wenn wir jetzt die Elektrofahrzeuge als zusätzlichen Strombedarf quasi von dem
Nicht-Emissionshandelssektor Verkehr in den Emissionshandelssektor hineinschieben, ist das zunächst mal eine ganz klasse Idee, weil nämlich ja die Emissionen in diesem Emissionshandelssektor absolut gedeckelt sind und durch einen linearen Reduktionsfaktor auch sozusagen eine Degression dieser Emissionen vorgeschrieben ist. Insofern ist also die interessante Analyse oder das Ergebnis hier, diese Verschiebung der Emissionen in den Emissionshandelssektor führt zunächst mal zu keinen steigenden CO2-Emissionen, weil die ja gedeckelt sind. Das ist die gute Nachricht. Insofern kann man also sagen, oh wunderbar, Elektrofahrzeuge sind also CO2-neutral, selbst wenn mehr Kohlekraftwerke betrieben werden, um da hier oder da auch mal ein Fahrzeug zu speisen, heißt das, dass irgendwo anders jemand ein Zementwerk oder ein Stahlwerk irgendwie runterfahren muss, damit diese Cap, diese Deckelung nicht überschritten wird. Wenn man sich jetzt mal unterstellt, dass der Emissionshandel wieder funktioniert, dann wäre das so, führt allerdings dazu, dass die Preise für diese Emissionsrechte steigen. Und das heißt, das Zementwerk muss mehr bezahlen für seine Emissionsrechte, wenn es denn was bezahlt dafür. Das ist nochmal die Frage mit der freien Allokation. Aber machen wir es uns mal einfach und sagen, also die Emissionsrechte steigen im Preis. Und das heißt natürlich, dass das ganze System teurer wird, dass auch Akteure, die überhaupt nichts mit Strom oder Mobilität zu tun haben, höhere Preise zahlen müssen, weil einfach ein zusätzlicher Nachfrager in diesen Markt reingekommen ist. Das führt zu einer ganzen Reihe von Verteilungseffekten, die natürlich bei der kleinen Zahl von Fahrzeugen, über die wir in den nächsten Jahren sprechen, überhaupt nicht spürbar sind. Aber es geht hier zunächst mal auch um das Prinzip und um die Frage, wie wird sich das denn entwickeln, wenn wir auf die 1 Million Fahrzeuge zugehen oder sogar darüber hinausgehen. Und da muss man sagen, steigende Preise im Emissionshandel, die aufgrund der Elektromobilität kommen, die werden wahrscheinlich nicht unbedingt bei allen Akteuren in der Wirtschaft auf Enthusiasmus stoßen. Wenn man das vermeiden will, dann muss man eben sagen, wenn man diese Belastung vermeiden will, diese Verteilungseffekte vermeiden will, dann muss man sagen, okay, wir müssen also tatsächlich, so wie das auch auf meiner ersten Folie dargestellt war, mit dem zusätzlichen Strombedarf der Elektromobilität auch zusätzliche Erneuerbare ins Netz bekommen. Damit schließt sich sozusagen der Kreis wieder. Man kann sagen, aus dieser Sicht der regulatorischen Wechselwirkung geht es nicht darum, das CO2 sozusagen stabil zu halten, das macht der Emissionshandel, sondern es geht eigentlich eher darum, unerwünschte Verteilungseffekte im Emissionshandel zu vermeiden, dass also nicht die Zementwerke für die Elektromobilität zahlen müssen. Alles sehr verkürzt, aber ich hoffe, Sie können mir folgen. Erneuerbares Energiengesetz, hier haben wir fixe Ausbauziele für den EE-Strom, also für den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien, wobei man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt einerseits eben diese prozentualen Anteile des Strombedarfs, des Bruttostrombedarfs, der durch erneuerbare Energien gedeckt werden soll, und es gibt andererseits für die wesentlichen Technologien absolut festgelegte Zielkorridore in Megawatt Zubau pro Jahr. Wenn jetzt also eine zusätzliche Stromnachfrage reinkommt, würden diese Zielgrößen, wie jetzt zum Beispiel eben 55% des Bedarfs soll aus Erneuerbaren gedeckt werden, würden sozusagen automatisch nach oben rutschen. Und die Frage ist eben, ob man dann auch diese Zielkorridore entsprechend anheben wird. Das wäre eine politische Entscheidung, die notwendig wäre, um hier nachzusteuern. Eine weitere Rahmenbedingung ist, dass der Strom, der nach dem Erneuerbaren Energiengesetz vergütet wird, nicht als Ökostrom verfügbar ist, sondern der wird sozusagen genauso wie die EEG-Umlage die Kosten verteilt, so wird auch dieser Strom, sagen wir mal im kaufmännischen Sinne, im Sinne der Stromkennzeichnung, auf alle Kunden verteilt, die die EEG-Umlage bezahlen. Das heißt, ich kann also nicht EEG-Strom heranziehen, um mein Elektroauto damit zu betanken. Beziehungsweise ich kriege den nur zugewiesen in dem Umfang, wie ich eben auch selber in die EEG-Umlage einzahle mit meinem Fahrstrom. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, wir bauen einfach zusätzliche Windräder für die Elektromobilität, dann muss man aber auch sagen, diese zusätzlichen Windräder werden auf diese Ausbauziele des EEG auch angerechnet. Das heißt also, darüber hinaus zu gehen, über die dort festgelegten Zielmengen, ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt in der nächsten Grafik mal versucht, das alles zusammenzufassen, und das ist eine sehr stilisierte Darstellung, deswegen auch ohne Zahlen auf der vertikalen Achse. Es geht also um eine symbolische Zusammenstellung der Zusammenhänge. Wenn wir also sagen, wir haben in einem bestimmten Jahr, schauen wir zum Beispiel ins Jahr 2025, einen bestimmten Strombedarf aus der Elektromobilität, und wir fragen uns, wie kann der durch erneuerbare Energien gedeckt werden? Dann haben wir einen bestimmten Teil an erneuerbaren Energien, der zusätzlich ins Netz kommen wird, in direkten Zusammenhang mit der Elektromobilität, weil eben die gesamte Stromnachfrage steigt, die politischen Zieldefinitionen des EEG dazu führen, dass sozusagen die Korridore nach oben gezogen werden und entsprechend, wenn die richtige Entscheidung da getroffen wird,
also automatisch quasi aufgrund eines zusätzlichen Strombedarfs auch das EEG nachsteuert und zusätzliche Erneuerbare ins Netz bringt. Allerdings eben nicht zu 100%, sondern nur zu einem Teil. Nageln Sie mich bitte nicht fest auf diese Prozentpunkte, aber so von der Größenordnung her könnte das 2025 ungefähr hinhauen, also etwas weniger als die Hälfte könnte ungefähr das sein, was man da erwarten kann. Und das sind Mengen, die sozusagen über die Systematik des EEG angereizt werden und die auch in erster Näherung durch die Zahlung der EEG-Umlage auch finanziert werden durch die Nutzer von Elektrofahrzeugen. Das nächste, und auch hier nageln Sie mich bitte nicht genau auf die Höhe des Balkens fest, ist der Anteil von erneuerbaren Strom, der eben durch die Elektromobilität als Flexibilitätsoption im Netz zusätzlich integriert werden kann. Das sind also diese Potenziale von der Vermeidung von Abregelung erneuerbarer Energien, die anderweitig nicht realisiert werden können. Sie sehen an der Höhe dieses Balkens, dass wir hier ein bisschen skeptisch sind, sozusagen wie groß dieser Anteil ist im Jahr 2025 ungefähr. Auch hier sozusagen eine gefühlte Größe. Je nachdem, welches Szenario man annahmen man trifft, kann das mehr oder auch weniger sein. Aber die wesentliche Botschaft ist eben, es ist nicht einfach so, dass das reicht, um die gesamte Nachfrage abzudecken. Und dann bleibt eine Deckungslücke übrig. Je nach Perspektive kann die größer oder kleiner sein, aber ich bin sehr sicher, dass es diese Deckungslücke gibt in den nächsten 10, 15 Jahren. Und wenn wir wirklich eine sicherstellen wollen, dass die Elektromobilität klimaneutral ist, dann müssen wir uns Gedanken machen, ob wir diese Deckungslücke füllen können oder ob wir es halt aushalten, dass diese Bilanz nicht ganz ausgeglichen ist. Damit sozusagen zum Abschluss auch ein paar Vorschläge an Sie, vielleicht auch für unsere Diskussion, wie wir damit umgehen können. Wir haben also eine Situation, dass wir durch die Mechanismen, die technisch mit dieser Flexibilitätsoption Elektromobilität und auch regulatorisch über die Mechanismen im Erneuerbaren Energiengesetz gelten, es nicht von selber sichergestellt ist, dass ausreichend Erneuerbare ins Netz kommen, wenn wir Elektromobilität zubauen. Wir wollen das aber gerne. Was können wir tun? Ich habe Ihnen ein paar Vorschläge mitgebracht. Der erste Vorschlag, man sollte einfach Ökostrom kaufen für Elektroautos. Und dann ist doch alles gut. So kann man denken. Es sitzen zwei Kollegen hier im Raum, die sich sehr intensiv mit dem Ökostromthema beschäftigt haben, vielleicht auch mehr, aber die zwei kenne ich. Und wir haben festgestellt, es ist nicht so einfach. Wenn man Ökostrom kauft, heißt das nicht unbedingt, dass genau für diese Strommenge ein zusätzliches Kraftwerk gebaut wird. Das ist so ähnlich, wie ich es bei der Elektromobilität selber gerade schon dargestellt habe, gar nicht so einfach. Und viele Ökostromangebote bieten gar keinen richtigen Zusatznutzen. Da muss man schon schauen, welche Ökostromprodukte sind es. Und die Frage ist natürlich, werden das alle Nutzer machen, freiwillig? Wie kriegen wir das hin? Nächste Möglichkeit. Die Fahrzeughersteller könnten doch in die Verantwortung gehen und selber Windmühlen bauen und diese Kosten zum Beispiel auf ihre Produkte umlegen oder ihren Aktionären auferlegen oder sonst etwas damit machen. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, das ist tatsächlich schon passiert. Daimler hat das gemacht bei der Markteinführung des Smart ED und hat gesagt, wir bauen eine Windmühle, die wir außerhalb des EEG betreiben. Und diese Windmühle erzeugt so viel Strom und die wird quasi als grauer Strom ins Netz eingespeist, dass wir damit rechnerisch den gesamten Strombedarf der in Deutschland verkauften Smart EDs abdecken. Das ist eine großzügige Maßnahme gewesen, die allerdings sich nicht verallgemeinern lässt. Zumindest bisher hat man in der Automobilbranche da keinen Enthusiasmus gesehen, dass das alle machen werden und damit das Problem lösen. Also eine Möglichkeit, aber auch nicht einfach. Die nächste wäre zu sagen, meine Güte, die Stromverbraucher sollen das regeln. Es gibt das EEG, da gibt es einen Mechanismus. Wir setzen einfach die Korridore noch ein bisschen höher und dann müssen halt alle Stromverbraucher den etwas erhöhten EEG-Ausbau finanzieren und gut ist. Das kann man machen, ist wahrscheinlich, sagen wir mal jetzt rein technisch, die einfachste Variante, weil man im EEG entsprechende Stellschrauben hat. Die Frage ist natürlich, ob die Leute, die keine Elektrofahrzeuge fahren oder die Leute, die keine Autos fahren, Lust haben, das zu finanzieren. Das ist wiederum ein Verteilungseffekt und dass die Diskussion über die Höhe der EEG-Umlage durchaus Sprengkraft hat, das haben wir in den letzten Jahren erfahren. Man kann natürlich auch ganz anders herangehen und sagen, gar nicht die Leute, die Elektrofahrzeuge nutzen oder die Fahrzeughersteller, sondern die Nutzer der konventionellen Fahrzeuge sollten etwas tun. Die sollten also dazu beitragen, dass der erneuerbare Ausbau finanziert wird, zum Beispiel über einen Aufschlag auf fossile Treibstoffe, sprich eine Erhöhung der Mineralölsteuer oder irgendwas Ähnliches. Warum komme ich da drauf? Das wäre eigentlich das Verfahren, das dem Verursacherprinzip entspricht. Denn das Problem, was wir haben, sind ja die CO2-Emissionen aus dem fossilen Verkehr. Die Nutzer von Elektrofahrzeugen versuchen, das Problem zu lösen,
Warum sozusagen sollte man nicht einen Teil dieser Kosten auch auf diejenigen umlegen, die noch nicht so weit sind? So kann man argumentieren. Die Diskussion um die Höhe der Mineralölsteuer ist ähnlich explosiv wie die um die Höhe der EEG-Umlage. Also auch da wird die Politik nicht gerade begeistert drauf springen. Was ist das Fazit? Wir haben ein paar Ideen, vielleicht haben Sie auch noch ein paar mehr, wenn Sie da einsteigen wollen in die Diskussion. Keine dieser Optionen ist ideal, keine dieser Optionen ist ohne Probleme. Meine These ist aber, wir müssen an dieses Thema ran, weil die Elektromobilität sonst nicht hundertprozentig glaubwürdig ist. Und wir müssen da auch bald ran, weil sobald sozusagen die Mengeneffekte da zuschlagen, sollten wir bereit sein, um da Lösungen anzubieten. Und wir haben glücklicherweise ein Vorhaben gefördert vom Bundesumweltministerium, wo wir uns dieser Fragestellung auch zusammen mit Akteuren aus den entsprechenden Unternehmen und Verbänden auch widmen. Und wir werden nach Lösungen für diese Fragestellung suchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es inhaltliche Fragen? Ich sehe schon, also inhaltliche Fragen. Nur zu dem Vorteil. Nur zu der Frage, EEG-Strom vergüteter ist kein Ökostrom mehr, das ist richtig. Ich glaube, das soll auch genauso sein. Doppelvermarktungsverbot ist auch eine EU-Vorgabe. Ich sehe da aber auch keinen Widerspruch da drin. Es ist schon möglich, direkt vermarkteten Strom zu verkaufen. Und deswegen verstehe ich die Anmerkung diesbezüglich nicht ganz. Und meiner Kenntnis nach ist es schon so, wenn ich keine EEG-Vergütung nehme, sondern einfach eine Anlage in die Landschaft stelle und dafür Windstrom mache, dass es nicht auf den Zielkorridor angerechnet wird. Zum ersten Teil, ja, natürlich. Also Sie können direkt vermarkteten Ökostrom kaufen. Der darf aber im Sinne der Stromkennzeichnung nicht als Ökostrom gekennzeichnet werden, weil sobald eben bei der Direktvermarktung für diejenigen, die das nicht kennen, nimmt der Betreiber der erneuerbaren Energienanlage nicht die Festvergütung in Anspruch, sondern sozusagen vermarktet den Strom selber und nimmt eine Marktprämie in Anspruch. Das ist im Prinzip das Modell, was jetzt Pflicht wird im neuen EEG. Und sobald die Marktprämie in Anspruch genommen wird, darf man diesen Strom eben als Ökostrom nicht verkaufen. In der Stromkennzeichnung erscheint der dann sozusagen nicht mit dieser Qualität. Es gibt Diskussionen, das zu ändern. Da gibt es aktuell Diskussionen darüber. Das ist auch da. Sie können unter sonstiger Direktvermarktung den Strom direkt als grünen Strom verkaufen. Ich habe gesagt, keine EEG-Umlagen in Anspruch nehmen. Und das ist auch möglich. Genau, das ist der nächste Punkt. Wenn Sie auch auf die Marktprämie verzichten, dann können Sie selbstverständlich sozusagen Ökostrom bereitstellen und auch liefern. Das ist ein Modell, was, sagen wir mal, nur sehr isoliert gemacht wird, weil es ökonomisch nicht sonderlich attraktiv ist, weil die meisten Ökostromkunden nicht bereit sind, eine entsprechend hohe Prämie, einen entsprechend hohen Aufpreis zu zahlen. Im Ökostrommarkt sind extrem niedrige Preisaufschläge üblich und die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist sehr begrenzt. Das heißt, das Modell ist theoretisch möglich, aber speziell auch für die Elektromobilität würde das durchaus, sagen wir mal, spürbar zu Effekten führen, dass die, wo man sich fragt, ob man das den Nutzern der Elektrofahrzeuge noch auferlegen will. Und Sie hatten noch die Zielkorridore angesprochen. Das wird man noch sehen müssen, wie die Bundesregierung das ausführt. Im Prinzip ist es so, dass aus dem Gesetzestext sich ergibt, dass diese Zielkorridore, die zum Beispiel eben als absoluter Zubau in x Megawatt jedes Jahr bei Onshore-Wind oder Offshore-Wind oder bei der Photovoltaik, dass diese Korridore als installierte Leistung definiert sind. Da steht nicht nach EEG vergütete installierte Leistung. Natürlich kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist, dann zu differenzieren, aber es ist zumindest im Gesetz nicht angelegt. Ja, Dominik Seebach vom Öko-Institut. Schön, dass wir da bei der Gelegenheit mal das Thema ansprechen können. Ich hätte eigentlich eine Frage zu einer konkreten Folie gehabt, weiß nicht, ob wir die nochmal zeigen wollen. Ansonsten, da ging es darum, die Verteilung, wo denn der Strombedarf für die Elektromobilität letzten Endes herkommt. Also entweder erneuerbare gefördert durch EEG oder durch zusätzliche Erneuerbare, die eben durch E-Mobilität dann ins Netz mit integriert werden können. Und mein Verständnis wäre jetzt gewesen, dass dieser hellgrüne Balken hier eigentlich eine Teilmenge von der EEG-geförderten EE-Menge wäre.
Denn auch wenn es zusätzliche Integrationen gibt, heißt es ja, es muss weniger Kapazität zugebaut werden, aber die Menge selbst ist gleich und da wird man erstmal unterstellen, dass die im Regelfall dann auch durchs EEG gefördert wird. Sehr scharfsinnige Anmerkung. Das ist tatsächlich eine Differenzierung, die jetzt hier nicht gemacht ist. Zunächst mal ist es so, dass es eine Menge ist, die nicht erzeugt werden würde, wenn die Elektromobilität diese Systemintegration nicht leisten würde. Wenn man an die Vergütung denkt, würde ich sagen, Dominik, du hast recht, das werden üblicherweise Anlagen sein, die dann auch eine Vergütung bekommen. Ja. Ich habe noch eine Frage inhaltlich und... Ja, Gerhard Wörle nochmal vom BMW. Also ein kleiner Kommentar zum Thema, was die Kunden bereit sind. Wir haben eine Studie gemacht der Elektrofahrzeugfahrer und ich kann jetzt die Zahl leider nicht sagen, weil meine Marktforscher mir das verboten haben, aber es ist ein sehr, sehr hoher Anteil der E-Fahrzeugfahrer, die heute schon Ökostromverträge haben, wie gut oder schlecht die immer sind. Also wir bieten ja auch welche an, die tatsächlich Zubau beinhalten seitens BMW oder vermitteln die Verträge. Aber eigentlich eine ganz andere Frage, eine grundsätzliche Frage. Ist es denn nicht so, wenn ein Emissionshandelssystem ETS da ist und das funktioniert und zu einer permanenten Reduktion der CO2-Emissionen führt im Strom-, Energie- und Industriemarkt? Sie haben ja vorher ganz richtig gesagt, jedes E-Fahrzeug, das ich zusätzlich verkaufe, erzeugt keine zusätzliche CO2-Emission. Muss ich denn eine dieser vier Optionen überhaupt ziehen oder eine Kombination derer oder wird es nicht automatisch übersteuert über den ETS? Führt das nicht automatisch dazu, dass keine zusätzliche CO2-Emission entsteht? Das ist so eine Systemfrage, die ich hier hätte. Nochmal zum zweiten Teil Ihrer Frage. Ich hatte versucht, das vorhin schon mal in der Präsentation anzusprechen. Also wenn wir unterstellen, dass der Emissionshandel funktioniert, dann ist das so, dann werden keine zusätzlichen CO2-Emissionen entstehen durch diese Verlagerung des Stromverbrauchs. Aber es entsteht eine neue Kostenverteilung, weil das heißt ja, wenn wir zusätzlichen Verbrauch in das System hineinbekommen, die Reduktionsziele aber gleich bleiben, dann bedeutet das, dass irgendjemand CO2 vermeiden muss und das hat seinen Preis. Und das heißt, die Preise für die Emissionsrechte werden ansteigen und zwar für alle. Und das ist halt die Frage, ob das Zementwerk, die Aluminiumschmelze, na gut, die verbrauchen Strom, das Stahlwerk und so weiter, also ob die Akteure, die mit der Elektromobilität gar nichts zu tun haben, ob die das gut finden, dass sie da sozusagen mit bezahlen sollen. Man kann das machen, das ist auch im Prinzip, hätte man das als fünfte Option mit draufschreiben können. Dann hat man allerdings, muss man dazu sagen, eben das Ziel auch nicht erreicht, die Elektromobilität durch Erneuerbare zu betreiben, sondern muss man sagen, sie ist in der Bilanz CO2-frei. Das ist etwas, wo ich nicht sicher bin, ob Sie das Ihren Verkäufern so mitgeben wollen, wenn Sie Fahrzeuge verkaufen, dass Sie sagen, naja, der Emissionshandel führt dazu, dass dann irgendein Zementwerk irgendwie die Emissionen reduziert. Das ist ein viel schlechteres Verkaufsargument, als wenn Sie sagen können, wir haben Erneuerbare, die das betreiben. Ja. Kann ich noch? Ich hätte dazu auch noch zwei Anmerkungen. Einmal zu der Frage Nutzer, die haben das doch sowieso schon. Wir haben auch jetzt, die Kollegen des DLR haben da eine Halterbefragung gemacht aller heutigen Elektrofahrzeughalter. Also es war eine Stichprobe von 9000 Kunden, die haben sie uns dankenswerterweise mal zur Verfügung gestellt. Wir haben da mal genauer reingeguckt und in der Tat, es ist so, der überwiegende Anteil hat Ökostrom. Ich kann auch dazu sagen, der überwiegende Anteil hat auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Könnte man sagen, alles super. Ich finde es eher besorgniserregend, weil wenn man dann in die Bevölkerung guckt, der durchschnittliche PKW-Besitzer, es zeigt viel mehr, in welche Nische Elektromobilität heute steckt. Das sind Kunden, die natürlich eine sehr hohe Umweltmotivation haben, aber das sollten wir vorsichtig sein, mit es hochzurechnen und sagen, dass es sowieso diese Sensibilität wird auch zukünftig beim Markt von mehreren Millionen Fahrzeugen so sein. Ich finde, es ein klarer Indikator für Elektromobilität wird sehr stark mit Umwelt verbunden und das sind bestimmt sensible Käufer in diesem frühen Markt. Das ist die eine Bemerkung. Und die andere grundsätzlich Funktionsfähigkeit ETS, ich glaube, an der Stelle ist auch noch wichtig, dieses Cap ist ja nichts Fixes. Das wird immer wieder, da können auch die Energiekollegen auch noch mehr zu sagen, aber die Frage ist auch, wie wird dieses Cap weiter ausgestaltet? Wenn wir da langfristig wirklich Elektromobilität sehen, dann ist es auch nicht klimaneutral, wenn wir das Cap in größeren Größenordnungen nach oben anpassen. Das sind auch Verhandlungsprozesse. Da würde ich nur sagen, wir sollten nicht glauben, dass es ein Automatismus ist, dass da ein fixes Cap bleibt, egal. Das kann man ja auch begründen, warum das nicht fix bleiben darf, aber es ist kein Automatismus, dass man sagt, das ist ein gesetztes Cap, da kommt mehr Stromnachfrage in den Markt und das ist dann klimaneutral, weil ich glaube, da kennen alle gut genug die Verhandlungsprozesse und wie solche Ziele dann langfristig zustande kommen. Also
Ich will damit nicht sagen, das kann ein Instrument sein, aber wir sollten es auch, wie man es in der Vergangenheit vielleicht schon getan hat, nicht überfrachten und sagen, das ist ein Selbstläufer. Also, und es ist ja, kann ja ein Element in der Strategie sein, aber das wäre nur der Hinweis, genau auch die anderen Instrumente im Blick behalten. Herr Timpe, wenn man eine Analyse macht und mit falschen Annahmen anfängt, kann natürlich auch nichts Richtiges bei rauskommen. Und Ihren Annahmen sind einiges an Fehlern. Der erste Punkt ist, Sie haben unterstellt, das Emissionshandelssystem würde nicht funktionieren. Das ist schlicht falsch. Das funktioniert hervorragend. Sie kritisieren offenbar und meinen damit, dass der Preis so niedrig ist. Der Preis ist aber nur ein Signal dessen, wie knapp ein Emissionsrecht darstellt. Es soll signalisieren den Marktteilnehmern, wie knapp er ist. Und er ist im Augenblick nicht knapp. Warum ist er nicht knapp? Weil wenig emittiert worden ist in den letzten Jahren. Was ist daran schlimm, dass in den letzten Jahren wenig emittiert worden ist aus Klimaschutzsicht, um das vorgegebene politische Ziel zu erreichen? Und von daher stellt sich auch die Annahme von den Verteilungswirkungen, die entstehen, wenn der Preis steigt. Man muss es doch anders sehen. Das System ist installiert worden 2008, 2009 mit den Mengen für die Jahre, indem man von Preisen von 25 bis 30 Euro ausging in den Prognosen der EU-Kommission. Das heißt, die Verteilungswirkungen sind doch jetzt erst entstanden in dem Sinne, dass es so billig für die anderen ist. Indem man der Preis steigert, wieso sind das dann zu vermeidbaren Verteilungswirkungen? Das ist doch gerade der Sinn in einem System handelbarer Emissionsrechte, dass genau der Emissionen vermeidet, der sie möglichst günstig vermeiden kann. Und wenn ein Zementwerk tatsächlich für 8 oder 9 oder 10 Euro Emissionen vermeiden kann, das impliziert sie ja in ihrer Stellungnahme, wenn das so wäre, dann wäre es auch völlig richtig, dass der das macht und nicht jemand, der mit 30, 40, 50 Euro eine Tonne vermeidet. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt überhaupt kein Problem an der Stelle, wenn Strom aus der E-Mobilität, Nachfrage in den europäischen Stromnetz hineingeht, und damit der Preis steigt, ist überhaupt gar kein Problem. Deswegen muss man sich auch nicht irgendwas überlegen, was man dann tut, um das zu vermeiden. Es ist nicht zu vermeiden, sondern es ist der Sinn und Zweck dieses ganzen Systems, dass dann irgendjemand anders etwas vermeidet. Und die Mengendiskussion, die Behauptung von meinem Namensvetter, ich heiße auch Hacker, dass das CAP nicht fest sei, ist Unsinn. Das CAP ist fest. Das ist definiert bis 2020 und es ist nach dem EU-Ratsvorschlag auch definiert, wie es sich weiterentwickelt nach 2020. Also diese Probleme existieren nicht. Andere Probleme existieren, nämlich dass wir argumentieren und Sie am Anfang mit dem Ziel 80% muss Deutschland oder 95% muss Deutschland seine Emissionen reduzieren von 1990. Das ist ein Problem. 1990 ist eine willkürliche Zahl, mit dem sich Deutschland immer gesund rechnet, weil damals Deutschland die absolut höchsten Emissionen waren. Und andere Länder aus anderen Gründen nicht so hohe Emissionen spezifisch hatten. Das ist ein politisches Glaubwürdigkeitsproblem, in dem sich Deutschland immer als Superman darstellt, weil es als Bezugspunkt für seine vermeintlichen Klimaschutzanstrengungen des Jahr 1990 nimmt, aber die Hälfte der Reduktion überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun hat, sondern mit den Umbrüchen in Ostdeutschland zu tun hat. Das heißt, diese Überlegungen, die anstellen, warum, was müssen wir tun, um E-Mobilität zu fördern, ist gegenstandslos. Es gibt überhaupt kein Problem an der Stelle, sondern es wird sinnvollerweise integriert, das Ganze in ein System handelbarer Emissionsrechte und dann gibt es auch keine Probleme darüber. Herr Hacker, ich fürchte, wir haben uns am Anfang missverstanden. Ich hatte, glaube ich, explizit gesagt, in meiner Analyse unterstelle ich, dass der Emissionshandel wieder funktioniert. Gut. Sagen wir mal so, er funktioniert nicht in Bezug auf das Ziel, was ich mit dem Emissionshandel verbinde, nämlich, dass er eine Transformation des Systems, zum Beispiel der Energieversorgung, aber auch der anderen Energienutzung organisiert über einen marktbasierten, lassen Sie mich mal gerade aussprechen, bitte, über einen marktbasierten Suchprozess. Den haben Sie ja gerade auch richtig beschrieben. Und die Preise, die jetzt existieren, können eine Veränderung, eine Transformation nicht stimulieren. Aber davon habe ich gar nicht gesprochen, sondern ich habe gesagt, das stand auch auf der Folie, Funktionsfähigkeit unterstellt. Wenn der Emissionshandel funktioniert, nehmen wir an, wir haben Preise irgendwie 15, 20 Euro die Tonne, die man ja eigentlich auch erwartet hatte. Und dann kommt eine signifikante zusätzliche Stromnachfrage ins System. Der Kollege Hacker hat von bis zu 500 Terawattstunden gesprochen. Dann kann man natürlich sagen, okay, dann steigt der Preis der Zertifikate, dann tritt der Marktmechanismus in Kraft und alles ist gut. Das kann man so machen.
aber Sie werden dann mit Ihrer Position sich auch zum Beispiel eben den Industrievertretern gegenüberstellen müssen, die dann entsprechend höhere Preise zu zahlen haben oder höhere Opportunitätskosten haben. Das ist keine einfache Diskussion, das verspreche ich Ihnen. Die Analyse ist auf jeden Fall, dass wenn es sich um eine signifikante Strommenge handelt, dann kommt es zu Effekten, dass Akteure für die Einführung oder sagen wir für die Klimaneutralität der Elektromobilität zahlen, die damit nichts zu tun haben. Das kann man okay finden, das ist Ihre Position, so wie ich Sie verstehe. Man kann aber auch das kritisieren und sagen, der Verkehrssektor sollte seine Hausaufgaben selber machen. Das ist die Position, die ich teile. Und ich glaube, da haben wir einfach unterschiedliche Ansichten. Was ergänzen, um die Diskussion ein bisschen noch zu zeigen, wie komplex es ist. Also wenn man rechnet, was heißt das eigentlich, 80% CO2 einzusparen, 85%? Was habe ich da für Vermeidungskosten, um diese Technologien zu finanzieren? Wenn ich einfach mal sage, ich habe eine moderate Erdgaspreissteigerung oder sowas, da kommen dann in Modellen, wo man das wirklich mal ausrechnen kann, kommen da Preise von 150 € oder 200 € pro Tonne CO2 raus. Das, was man halt langfristig braucht, um, wenn man ernsthaft Klimaschutz betreiben möchte, was man braucht, um eben Differenzkosten für Technologien zu finanzieren. Und das ist halt eine ganz andere Entwicklung, wo wir eigentlich hin müssen. Und da stellt sich schon die Frage, was das für Kostenbelastungen, Industrie und Wettbewerb der Industrie bedeutet. Das heißt, also wir reden heute halt über 30 € oder 5 € pro Tonne CO2 und langfristig müssen es aber sehr, sehr viel höhere Preise werden, wenn man das ernst meint mit der Klima-Energiewende. Ich habe eine Frage. Ich bin hier auch in diesen Workshop reingekommen, auch wegen den ersten beiden Vorträgen. Wir haben jetzt irgendwie noch 20 Minuten und deswegen stellt sich mich für die Frage, ob man das Thema dann diskutieren könnte. Und dann würde ich sozusagen gleich da einsteigen wollen. Wir sind ja hier eingegangen mit dem Thema Stiefkindverkehr. Im Prinzip ist ja die Frage gewesen, für mich ist eher so ein Adoptivkind. Das heißt, man hat ja bisher Verkehr alleine agieren können. Jetzt ist sozusagen irgendwie die Idee, dass sozusagen der Stromsektor den Verkehrssektor aufnehmen will. Und wir haben ja auch früher als IFO relativ, sag mal, autonom agieren können. Jetzt merken wir halt, es gibt eben diese Abhängigkeiten. Und für mich ist im Prinzip die Fragestellung, diese ganze Komplexität, die wir haben, mit Power to Gas, mit Strom, mit den ganzen verschiedenen, sag mal, Ladevorgängen und so weiter. Wie kann ich das machen? Wie kann ich sozusagen optimales System fürs Jahr 2050 machen? Und es wurden ja hier verschiedene Ansätze vorgestellt. Bei diesen verschiedenen Ansätzen ist mir nicht ganz klar geworden, sozusagen, was die Unterschiede sozusagen in den Annahmen sind. Also wird bei dem einen sozusagen nur Deutschland betrachtet, bei dem anderen den Europa. Bei dem einen sind die Ziele drin, bei dem anderen ist sozusagen eine Kostenoptimierung, wo die ganzen Dinge dann rauskommen. Um das zu verstehen, was da jetzt gerade passiert ist und was da dargestellt worden ist, ist wahrscheinlich auch im Nachhinein gut, die Sachen dann nochmal genauer auszutauschen, die Unterschiede. Und da geht nämlich auch die Richtung hin, in der Richtung, wo kommt denn die Kurve her zum Beispiel, also diese Ladekurve. Und da ist für mich so eine ganz wichtige Frage bei diesen Modellen, bei diesen Ansätzen fürs Jahr 2050. Wo sind die Flexibilitäten in den Modellen? Das heißt, was kann ich überhaupt variieren und welche Grundannahmen sind drin? Und gerade für das IWES-Projekt haben wir dann Grundannahmen gemacht zu Kosten, das ganze Ding kostenoptimiert und manche Dinge richten sich sozusagen danach nach den Kosten. Und das gibt einfach eine extreme Komplexität und das ist, glaube ich, ganz schwierig, das hier im Detail zu diskutieren, was da passiert. Und ist klar, wenn man weniger Verkehr hat, dass dann die Emissionen damit auch sinken. Und die Kostendimension ist jetzt zum Beispiel mir nicht so ganz rausgekommen bei eurem Projekt, also Öko-Institut, wie weit ihr die drin habt, wie weit die sozusagen in diese Optimierungs für das Jahr 2050 in die zwei verschiedenen Szenarien reinkommt und ob man das sagen könnte, das zweite Szenario ist unter Kostending vielleicht billiger wie das andere, wenn man das ganz berücksichtigt. Also was sind in der Richtung für Ergebnisse zu erwarten? Ja, dann antworte ich vielleicht mal für das erste Projekt, weil ja beide Projekte, also wie sind wir vorgegangen, was war die Zielrichtung und was haben wir angenommen, was haben wir überhaupt abgebildet? Es ging erstmal darum, und das wäre mir auch wichtig für die Diskussion, zu sensibilisieren für diese zusätzlichen Strommengen, die entstehen. Das ist natürlich ein Blick ins Jahr 2050. Wir wissen auch nicht, wie der Verkehr tatsächlich da aussieht. Wir haben aber also das versucht, möglichst klar runterzubrechen bis auf eben das einzelne Fahrzeug. Was wird für eine Technologie eingesetzt? Wie kann die Technologie in den Markt kommen? Wir haben auch geguckt, wann kann sie kostenmäßig auch für den Verbraucher
also ab wann kann die eingesetzt werden, aber wir haben nicht im Detail gerechnet, wie sich die Kosten auf den Nutzer letztendlich dann, wie die sich für den Nutzer darstellen. Ich denke, was wir mit dem Projekt erreicht haben, ist erstmal diese neue Nachfrage des Verkehrs nach neuen Kraftstoffen, insbesondere Strom, im Detail zu beleuchten. Diese Stromnachfrage, um auf den Punkt zu kommen, wie ist die Flexibilität dargestellt? Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Nutzungsprofilen, die sich an heutigen oder auch veränderten zukünftigen Einsatzprofilen von PKWs und anderen Fahrzeugen orientieren. Im Modell, ohne da jetzt zu weit zu gehen, also die Kopplung zum Strommarktmodell, was ein Optimierungsmodell ist und die Kraftwerke wirklich nach der Wirtschaftlichkeit einsetzt, auch im Jahr 2050. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich definiert werden, aber dann der Kraftwerkeinsatz, der funktioniert so wie heute und eigentlich hier streng nach Kosten, nach dem Marktprinzip, nach der Merit Order. Was die Flexibilität der Fahrzeuge angeht, ich hatte erwähnt, es gibt da Nutzungsprofile, die dahinter liegen Szenarien zur Infrastrukturverfügbarkeit, Ladeleistung, es wird simuliert, wie sich der Batterieladestand über die Zeit entwickelt, wann überhaupt Ladegelegenheiten sind, was der Nutzer mitmacht, dass er immer einen Sicherheitspuffer im Fahrzeug haben will. Also ein Fahrzeug wird nie ein voll flexibler Speicher sein, weil primär ist es zum Fahren da und nicht zum Stromspeichern und Rückspeisen. Dem haben wir im Modell Rechnung getragen. Insofern möglichst der Versuch, es realitätsnah abzubilden. Natürlich kann die Realität im Jahr 2050 auch wieder ganz anders aussehen. Das mal zu diesem Punkt. Im Modell jetzt auf der Strommarktseite, vielleicht kann Frau Lorek auch noch was dazu sagen, da sind auch andere Flexibilitäten im System abgebildet, also andere Möglichkeiten, wie man Strom auch zeitlich flexibel nachfragen und dann auch wieder rückspeisen kann. Aber natürlich, ich glaube, das ist auch der Beginn ist einer Diskussion. Vorher wurde auch angesprochen, im Gebäudesektor entsteht auch ein neuer Nachfrager. Die Wechselwirkung der verschiedenen Flexibilitätsoptionen, die es zukünftig im Strombereich geben wird, ich glaube, das ist noch eine große Aufgabe, das immer mehr zusammenzuführen. Wir haben uns jetzt mal gemeinsam mit den Energiekollegen aus der Verkehrsperspektive dem Thema gewidmet und das mal weiter runtergebrochen. Ich glaube, die nächste Aufgabe wird es sein, in anderen Sektoren, wo ähnliche Analysen stattfinden, das wieder zusammenzuführen und in der Tat auch im Verkehrssektor noch zu schauen, was ist eigentlich kostenoptimal und wie können auch verschiedene Speichermöglichkeiten, es wurde ja schon angesprochen, PTG, aber auch die direkte Stromnutzung über Batterien, wie kann das eigentlich optimal zusammen spielen und da würde ich sagen, da ist auch so ein Projekt, auch wenn es lange lief und viele beteiligt waren, bleibt ein erster Aufschlag, da gibt es noch viele offene Fragen. Vielleicht zu der Strommarktmodellierung in dem Projekt oder erstmal noch zu der Frage, wo kamen diese Kurven her, also wenn Sie die meinten, wo es diese hohen Peaks gab mit den vielen bunten Flächen drin, das war tatsächlich ein Modellergebnis, wofür das Jahr 2050 eben das optimale Ladeverhalten so aussah, dass man möglichst die Photovoltaikspitzen mitnehmen will für die Autos. Und es gab noch Pumpspeicherkraftwerke und es gab auch noch Last-Demand-Side-Management, die aber einfach nicht in diese Größenordnungen kommen bis 2050. Insofern war sowohl die batterieelektrische Ladung als auch die flexible Herstellung von Power-to-Gas bzw. Power-to-Liquid, die auch in einigen Sensitivitäten betrachtet wurde, schon die größte Flexibilität im Stromsystem. Vielleicht eine Anmerkung noch. Also das Problem ist natürlich, wir haben uns darüber nicht abgestimmt, wo welche Unterschiede herkommen und haben uns über das Projekt nicht ausgetauscht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. So ein paar Sachen gehen mir so auch durch den Kopf, wenn ich jetzt noch hier sehe, wir haben 2050 noch Steinkohlekraftwerke und ich daran denke, was wir eigentlich für CO2-Vermeidungskosten haben, würde ich eigentlich denken, dass man dann automatisch immer einen Fuel-Switch hat, zum Beispiel zwischen Gas und Steinkohle und dann sowieso dann eher GOD-Kraftwerke hätte und über den Effizienzsteiger oder Wirkungsgrad der Elektromobilität ist ja GOD-Elektromobilität auch nicht schlecht vom Klimafaktor. Man braucht ja nicht nur Erneuerbare oder so. Das sind so viele komplexe Sachen, wie du es schon gesagt hattest, Udo. Es ist halt ein komplexes System. Vielleicht so ein bisschen, um das noch mal ein bisschen zu tragen, wenn man so sagt, man hat halt hohe CO2-Vermeidungskosten, kamen bei uns ja so ein paar Sachen raus aus diesen Zwischenergebnissen, die halt ganz spannend sind, wie zum Beispiel das Oberleitungs-LKW hat zwar die höhere Infrastrukturkosten, aber wegen hoher CO2-Vermeidungskosten ist er dann doch besser als ein LNG-LKW. Oder eben, dass auch Gas
als Reichweitenverlängerung für Pkw auch ein spannendes Thema sein kann, weil man dann vom teuren Öl wegkommt, was eben auch einen höheren CO2-Emissionen hat oder so. Das sind so Wechselwirkungen, die man halt diskutieren kann, wenn man halt Kosten dann mit reinnimmt, was so ein paar ja, Eyecatcher aus unserem Projekt sind. Vielleicht einfach nochmal diese Stichwörter hier so in die Diskussion. Ja. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, also ich würde noch an Sie beide verweisen und dann sollten wir. Okay, es ist ja ein Privileg von Wissenschaftlern, Optionen aufzuzeigen. Das haben Sie gemacht, Sie haben viele Optionen aufgezeigt. Leider kommt man dann natürlich immer in die Gefahr, dass Wundertüten aufgemacht werden. Allerdings gab es dann dankenswerterweise, Herr Timpen, noch Ihre letzte Folie mit den Handlungsmöglichkeiten. Darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Einmal ETS. Der Emissionshandel hat meines Erachtens im Verkehrsbereich nichts zu suchen. Er ist bisher gescheitert. Ich weiß, dass BMW leuchtende Augen bekommt, wenn von ETS im Verkehrsbereich die Rede ist. Deshalb hat er im Verkehrsbereich meines Erachtens nichts zu suchen, weil es bessere Maßnahmen gibt, CO2 zu reduzieren. Auf Ihren Vorschlägen war eine Möglichkeit aufgezeichnet, das waren die Energiesteuern. Über die sollte man tatsächlich mal nachdenken, wenn wir CO2 reduzieren wollen, dass wir die Emissionen von CO2 teurer machen. Das kann man über diese Steuer, die seit 2003 nicht geändert wurde. Was fehlte auf Ihrer Folie, waren Grenzwerte. Über Grenzwerte, CO2-Grenzwerte und Effizienzgrenzwerte, über die wir in Zukunft nachdenken müssen, wenn immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen, das fehlte Leid, ja, das, und das denke ich, das ist eigentlich das Beste und das Wichtigste, was wir tun können. Wir können über die Steuern nachdenken, wir können über Grenzwerte nachdenken und ETS im Verkehrsbereich vergessen. Ja, vielleicht nur als Hinweis, wir haben heute Nachmittag ja noch einen Workshop auch zu den CO2-Zielwerten. Da werden wir vermehrt drauf eingehen. Daher war das jetzt in diesem Workshop nicht im Mittelpunkt. Ich würde jetzt ganz kurz das Mikro noch da und einmal hier und dann. Ich würde das mal vor, der hat vorhin ja schon mal die strombasierten Kraftstoffe angesprochen. Das sicherlich habe ich auch viel Respekt, das ist ein sehr komplexes Thema, aber umso mehr vermisse ich es doch, vor allem wenn wir in dem Einführungsvortrag heute Morgen gesehen haben, dass der meiste Verkehr doch im 24/7-Betrieb stattfindet, dass man da dann 70% des Erreichens doch beim strombasierten Kraftstoff sieht und da rede ich dann nicht nur, und dann kam aber das Wort nur Verbrennungsmotor. Und nicht die Brennstoffzelle, die den hohen Wirkungsgrad mitbringt und damit auch die Kosteneffizienz mitbringt. Ich weiß, dass es viele Kritiker gibt, die sagen, die kommt nie. Wir sehen das gerade in Amerika und da gehen wir dann auch einfach über Regularien. Alle Hersteller führen dort jetzt ihre Brennstoffzellenfahrzeuge auch im Markt ein. Und zwar zu Leasingraten unter 500 Euro oder 500 US-Dollar. Das heißt, sie sind teilweise günstiger als Batteriefahrzeuge jetzt schon. Wir sehen, dass in den USA große Storage-Lager, also große Lagerhäuser, den Batteriegabelstapler rausschmeißen und auf die Brennstoffzellengabelstapler umsteigen, aus rein ökonomischen Gründen. Und die Brennstoffzellenfahrzeuge bringen einfach eine hohe Flexibilität mit. Und das bezweifle ich, der O-Bus bringt Ihnen, also der Oberleitungsbus oder der Oberleitungs-LKW, bringt Ihnen überhaupt keine Flexibilität. Der soll mit 24/7 Stunden fahren möglichst. Und wenn kein Wind da ist, soll er trotzdem fahren. Das heißt, Sie brauchen einen Energieträger und gerade hier bringt der Mobilitätsmarkt, der nun mal anerkannterweise bis heute immer ein Speichermarkt war, die großen Flexibilitäten mit. Und ich glaube, da muss man auch seine Szenarien daraus ausrichten und nicht sagen, was ist gerade der höchste Wirkungsgrad. Denn der ist in einer CO2-freien, erneuerbaren Energiewelt irrelevant. Sondern spielen die Kosten und die Systemintegrationsmöglichkeiten eine Rolle und nichts anderes. Und diese Systemintegration kommt hier halt durch das Speichermedium Gas in der Übergangsphase wunderbar als strombasierte Kraftstoffe zu nutzen, aber in der Ausbauphase einfach, und Sie haben bis 2050 oft Szenarien dargestellt. Und deswegen verstehe ich allen Ernstes nicht, warum es hier nicht beachtet worden ist. Vor allen Dingen auch das kam, und das widerspricht sich an meiner Stelle, sicherlich ist das etwas teurer als die direkt betriebene Batteriefahrzeuge, weil ich den Wirkungsgradverlust da habe. Aber andererseits sagt man, und das kam heute Morgen auch, vielleicht sollte man den Benzinpreis auf 2,50 Euro erhöhen, damit weniger Verkehr stattfindet. Und gleichzeitig, das kam heute auch mit dem Batteriefahrzeug, was passiert denn, wenn ich dann die EEG-Umlage quasi, also den direkt vermarkteten Strom, dem Windmüller 8,5 Cent bezahle, wird das Batteriefahren ja ein bisschen teurer.
Was denn nun? Soll das Fahren ein bisschen teurer werden, damit der Verkehr vermieden wird? Oder soll es nun doch wieder ganz billig werden? Also da widersprechen Sie sich selber. Und ich glaube einfach mit einem Wasserstofffahrzeug, was dann auf 100 Kilometer 10 Euro kostet, das sind die heutigen Preise, die unsere Volkswirtschaft global bezahlt, nicht nur Deutschland. Und damit kommen wir, glaube ich, relativ gut zurecht. Und wenn wir damit eine volle Integration der Erneuerbaren kriegen, finde ich, ist es das alles wert, das mindestens in den Szenarien heute mit zu berücksichtigen. Ja, wenn Sie nochmal direkt darauf ansprechen, ich kann gerne nochmal darauf eingehen. Also der Anspruch war jetzt erstmal, wir sagen, da wurde einiges schon erwähnt. Das ist keine konsistente Strategie. Sagen wir mal, jetzt wir diskutieren über verschiedene Themen und wir haben verschiedene, sagen wir mal, Handlungsfelder aufgezeigt. Das war jetzt nicht der Anspruch, dass praktisch das jetzt sich durch die ganzen Vorträge zu einer konsistenten Strategie als konsistente Strategie darstellt. Das heißt auch nicht, dass wir bestimmte Technologien jetzt hier irgendwie nicht so thematisiert werden, dass wir sagen, die haben überhaupt gar kein Potenzial. Also das war jetzt mal auch vielleicht bestimmten Projekten und ihrer Ausrichtung geschuldet. Ich kann mir schon vorstellen, dass Brennstoffzellenfahrzeuge in bestimmten Anwendungen auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Sie haben es selber angesprochen, natürlich. Es gibt immer zwei Perspektiven. Es gibt die Nutzerperspektive, wo ich auch sagen würde, ja, große Fahrzeuge, große Reichweite, wenn das der Anspruch bleibt, dann sehe ich auch eher das Brennstoffzellenfahrzeug als mittel- bis kurzfristig das batterieelektrische Fahrzeug. Wenn ich sage, es geht um Wirkungsgrad, dann wird die Brennstoffzelle in der Gesamtkette einfach auch in Zukunft nicht die Vorteile haben. Und dann ist einfach die Frage an die auch Energiekollegen, wenn man sagt, Wirkungsgrad spielt keine Rolle, Energieeffizienz brauchen wir nicht, weil wir haben so viele Erneuerbare später zu Kosten, die auch kein Problem sind. Halte ich für eine gewagte These, gerade wenn man sagt, Verkehr, das wäre eine Verdopplung der Stromnachfrage, die wir heute haben, wie wir das so volkswirtschaftlich darstellen. Aber ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu früh sagen, Energieeffizienz spielt nicht die Rolle, weil es gibt den Riesenpool erneuerbar. Den gibt es vielleicht weltweit, aber auch die Anlagen sind mit Kosten verbunden. Also ich komme noch mal auf meine vorhin ohne Mikro gestellte Frage zurück. Für Ihr Szenario 2050, wenn Sie da von dem Speicherpotenzial durch die Elektrofahrzeuge sprechen, von welchem Speicherpotenzial gehen Sie denn aus, beziehungsweise wie hoch war der Anteil an Elektrofahrzeugen in diesem Szenario dann? Wir haben ja einige Szenarien gerechnet. Wir haben ja auch Wasserstoffszenarien, wir haben Power-to-Gas-Szenarien und so weiter gerechnet. Hier war jetzt nur der Fokus auf ein Ding. Und deswegen geht es bei diesen Optimierungssachen, aber da weißt du ja mehr Bescheid, was diese Optimierungsmodelle machen, dann diese Sachen zu vergleichen. Das Ganze ist auch mitten noch in dem Projekt drin. Also da die Zahlen habe ich nicht im Kopf, die haben die Kollegen gemacht, aber es gibt wirklich eine Vielzahl von Szenarien, wo man dann annimmt, das ist Wasserstoff dominiert, also ein bisschen mehr Wasserstoff, nicht dominiert, aber mehr Wasserstoff, das andere ist ein bisschen mehr Power-to-Gas und das ist halt mehr Elektromobilität dann mit Oberleitungs-LKWs. Und für diese verschiedenen Szenarien wird dann rausgesucht im Prinzip, was kostenoptimiert ist, um zum Beispiel ein 80% Minderungsziel zu erreichen. Das ist die Idee. Und ich denke, es ist alles im Prozess, es ist ein bisschen kompliziert. Und das Wichtige für uns ist jetzt, also auch für mich auch, und ich denke auch für die Community insgesamt, was kann man von solchen Dingen dann lernen? Weil die komplexen Rückkopplungsprozesse, die unterschiedlichen Annahmen zu Kosten, müssen wir für jede Sache Parameter hinterlegen, die haben dann ein Ergebnis zur Folge. Aber das Ergebnis hat eine gewisse Unsicherheit. Und das wird die Schwierigkeit sein, in der das ist ja alles auf Großrechnern dann gerechnet worden, auf der Ergebnisinterpretation. Also Modellierung ist die eine und die Interpretation wird die ganz wichtige Fragestellung dann auch sein. Ja, vielleicht auch nochmal zu der Frage, was heißt denn das wirklich, wenn diese ganze Stromnachfrage auf den Stromsektor zurollt? Und das heißt de facto, wenn wir viel Power-to-Gas machen wollen, dann müssen wir die Windräder halt auch näher an die Häuser bauen. Dann ist nichts mehr mit 2 Kilometer Abstand. Also das muss man sich einfach physisch mal vorstellen, was das heißt, wenn man die erneuerbaren Potenziale wirklich ausschöpft in Deutschland. Das ist eine andere Landschaft, als wenn man sagt, ja, man spart immer weiter Strom und macht nur 500 Terawattstunden. Wir haben ja heute Abend noch ein Podium, wo wir eigentlich aus dem Workshop mit reingehen wollen, was geben wir denn an die Politik weiter aus diesem Workshop. Und da würde ich jetzt nochmal an die 3 Inputgeber weitergeben, was Sie denn an das Podium heute Abend oder was Sie aus dem Workshop mitnehmen und was denn Dinge wären, die Sie an das Podium heute Abend weitergeben würden an die Politik.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist zu sensibilisieren, dass Energiewende nicht nur heißt, der Umbau des bestehenden Energiesystems, sondern dass, wenn der Verkehr zum Klimaschutz beitragen soll, wahrscheinlich sehr stark elektrifiziert wird und ein sehr relevanter Stromnachfrage wird und dass es auch bei der weiteren Ausgestaltung der Energiewende mitgedacht wird, dass da zusätzliche Kapazitäten erforderlich sein müssen und in dem Zusammenhang auch zu überlegen, wie hoch müssen die Kapazitäten sein und wo hat man vielleicht auch Einfluss, dass dieser Kapazitätsausbau in einem vertretbaren Maße auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Also eine frühzeitige Sensibilisierung, dass diese Nachfragestruktur sich verändern wird und der Verkehr da eben ein ganz neuer Nachfrager werden wird und eben das in der Diskussion frühzeitig zu berücksichtigen, weil da wahrscheinlich die bestehenden Regulierungen jetzt noch keinen Automatismus, was Ausbau angeht, bedeuten. Ich nehme vielleicht zwei Punkte mit. Das eine ist, dass wir früher oft Szenarien hatten, da hat man gesagt, wir nehmen jetzt 4 Millionen Hektar Biomasse, wir haben Solarthermie, Geothermie, der Strom kommt aus der Sahara, wo man halt auch Energiewende irgendwie in Szenarien hatte mit wenig erneuerbaren Ausbau. Wir kommen jetzt immer mehr dahin in der Fachwelt, dass wir sehen, Strom wird die Primärenergiequelle und wir sind uns aber uneinig, wie viel Strom wir langfristig brauchen. Wir wissen, es wird viel sein, aber stellen sich dann wieder neue Fragen, wenn es eben sehr, sehr viel wird hinsichtlich Flächen, hinsichtlich Ressourcen, die ich für diese Anlagen brauche und. Das ist so das eine. Das andere ist, diese Flexibilitätsanforderungen, erstmal lässt sich das, also man muss es halt nicht übertreiben, wenn es darum geht, wir integrieren fluktuierende Erneuerbare ins System. Das System ist erstmal sehr flexibel und die Elektromobilität passt sehr gut rein. Und man muss aber ein paar Sachen dann berücksichtigen, damit man sie auch langfristig halt in die Stromsystemanforderungen gut integrieren kann. So, vielleicht zwei Punkte dazu. Ja, ist vielleicht kein Wunder, dass das ein bisschen sich deckt mit dem, was ich mitnehme. Wir haben gesehen, insbesondere, dass der Verkehrssektor und der Stromsektor wahrscheinlich stark zusammenwachsen werden in den nächsten Jahrzehnten. Ich hatte vorhin kurz den Wärmesektor, den Gebäudebereich, Prozesswärme mit erwähnt und gesagt, da haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung. Das heißt, diese Konvergenz dieser Verbrauchssektoren mit dem Angebotssektor Stromerzeugung, Strom als, wenn er erneuerbar bereitgestellt werden kann, wesentlicher Primär- oder Sekundärenergieträger der Energiewende. Das ist sozusagen eine Herausforderung, die wir noch stärker verstehen müssen. Es gibt die gute Nachricht, dass eben die neuen Verbraucher zu einem guten Teil auch flexibilisiert werden können. Die schlechte Nachricht, vom Volumen her sind sie teilweise erschreckend hoch, wenn man auf die Szenarien schaut. Wenn zu den 500 Terawattstunden Verkehr jetzt auch noch die ganzen Wärmepumpen kommen, weil wir nämlich den Gebäudesektor zu einem großen Teil auch elektrisch heizen müssten, dann haben wir echt ein Problem. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere, das war im Prinzip der Fokus meines Vortrags. Ich denke, wir müssen uns ernsthaft kümmern um die Glaubwürdigkeit der Elektromobilität und zwar eher auf der kurzen Sicht, nicht so sehr in der längerfristigen Perspektive. Wenn wir politisch überzeugen wollen, dass die Elektromobilität eine gute Sache ist, auch aus Umweltgründen, und wenn wir die Kunden überzeugen wollen, dass sie mit gutem Gewissen Elektrofahrzeuge kaufen und nutzen können, dann müssen wir mehr tun als bisher. Und es reicht auch nicht aus, irgendwelchen Ökostrom zu kaufen und zu glauben, damit ist es dann erledigt, sondern man muss mehr tun. Und da müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken, was das dann genau sein wird. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke meinen drei Inputgebern. Ich danke dem Publikum für die Diskussion. Und ja, ich glaube, jetzt steht die Mittagspause an. Mir wurde aufgetragen, noch mitzuteilen, es gibt hinten Essen und vorne Essen. Nicht, dass wir alle nur vorne stehen. Ja, danke für die Diskussion und einen schönen weiteren Tag. Applaus